steht tief, die Schatten sind schnell. Sinus überall, Auspexe scannen das Feld. Es hält mich nichts auf, die Mission zu erfüllen. Befehl ist Befehl und der Lohn ist Gewinn. Für den Imperator, für die Watch und für den Norden. Springe ich aus der Landungskapsel wie ein Wilder Richtung Norden. Ein Jeans, die labrütt und greift mich an. Doch mein Bolter hustet kurz und er teilt sich dann. Verdammt, dieser Feind ist brutal in der Überzahl. Doch die Kehlen dieser Füchse erweitert bald mein kühler Stahl. Hinter der Ruine ragt er empor. Der Brutlord, er kreischt und zischt, wagt sie nach vorn. Box meinem Squad, brauch sofort den Support. Aus dem Schatten kommen Hellfire Rounds auf mein Board. Diese Ausgeburt der Hölle ist wie nichts, das ich kenn. Ich lad den Bolter durch, klick, klick, bang. Step aus der Landungskapsel und dann anvisieren. Jeder Bolterschuss ist gut platziert. Unsere Feinde fallen und wir laden nach. Egal was jetzt kommt, die Deathwatch macht das klar. Box, Elder, Tau, Deathwatch. Tiefer, 30 Tote später finde ich ein Artefakt mit Energien aus dem Äther. Schaue auf mein Ziel und es ist zum Greifen nah. Komme immer näher und es lauert weiter die Gefahr. Komm, greife ich die Datei, bricht die Decke zusammen. Ein Schatten schnellt hervor und der Bolter muss ran. Meine Augen öffnen sich, jetzt rennt die Ausgeburt der Hölle auf mich zu. Und im Nu trifft mich eine Psi-Welle. Schmettert mich zu Boden und ich öffne meinen Geist. Sinus Energie, die mich innerlich zerreißt. Beschwöre den Warp, ein Malstrom, mal schon. Seine Bahnen in die Luft, doch das Monster ahnt schon. Denn die Augen des Marines verändern ihren Farbton. Und das Monster explodiert in 1000 Funken Starkstrom. Fox an den Stormhawk, Augen bewegen das Lied. Come on, beam me up, Scotty, mission complete. Step aus der Landungskapsel und dann anvisieren. Jeder Bolterschuss ist gut platziert. Unsere Feinde fallen und wir laden nach. Egal was jetzt kommt, die Deathwatch macht das klar. Fox, Elder, Tau, Deathwatch. Step aus der Landungskapsel und dann anvisieren. Jeder Bolterschuss ist gut platziert. Unsere Feinde fallen und wir laden nach. Egal was jetzt kommt. Deathwatch. Egal was Deathwatch. Jetzt kommt. Deathwatch. Egal was Deathwatch. Jetzt kommt. Deathwatch. Egal was Deathwatch. Jetzt kommt. Yo. Egal was jetzt kommt. Da. Wir waren Mucke. Okay, Doki Lee. An dieser Stelle möchte ich doch mal alle Zuschauer begrüßen. Aber als allererstes den lieben Jan Pollmann, den lieben Wusa und den lieben Mike, weil das sind Premium-Abonnenten. Vielen, vielen Dank an eurer Stelle, an erster Stelle. Um einfach nochmal ein bisschen Danke zu sagen für den geilen Support, weil euer Name im Chat ist grün. Wie werdet ihr grün? Unten könnt ihr so ein, keine Ahnung, was für ein Button drücken. Ansonsten auch an den Rest. Mike, Midlife Dicer, ODI, J. Everest, Nick Pfaffenholz, nix mit Pfaffen, Michael Hauser, Martin Nico, Adrian Will to the Root, Pickelhaube und Tactical Hippo. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend. Wir sind 36 Zuschauer, 11 Likes. Ihr müsst euch nochmal ein bisschen aufwärmen. I know. Aber sieht zu, dass ihr einen shitty Button drückt, ja? Sonst rast ich hier aus. Und dann bleibt alles so, wie es ist. Ja, endlich geht's los. Ich grüße auch Asmodel. Es könnte auch ein Asmodai sein mit dem großen I, aber na. Auch ein Micha to the Gemeke ist herzlichst willkommen in diesem Stream. Dieser Stream wird gesponsert vom Jan-Felix PK Pro. Euer Zubehör, wenn es ums Hobby geht. Und eins sei euch gesagt. Alles, was ihr heute sehen werdet,
ich glaube, könnt ihr bei Jan Felix bestellen. Und wenn ihr schon bestellt, dann doch bitte mit dem Link in unserer Beschreibung. Das wäre voll, voll cool. Ihr zahlt nichts extra. Wir kriegen nur ein paar Cent ab und können damit uns neue Farben kaufen. Wir können uns neue Modelle kaufen, um sie euch zu zeigen, neue Techniken ausprobieren und. Vielen, vielen Dank für euren Support. Ja, steigen wir doch gleich ein. Wobei, eine Sache sage ich noch. Wenn ihr einen Fünfer einfach mal in die Kofi-Kasse hauen wollt, sind wir nicht abgeneigt. Weil, was die Kings of the Hill im Übrigen machen, die übernehmen zum Beispiel teilweise Turniertickets für die anderen Kings-Mitglieder. Sie übernehmen verschiedene neue Produkte oder Malprodukte für die anderen Kings, um Videos zu produzieren. All das ist nicht günstig. Keine Sorge, wir machen das alles umsonst. Ihr könnt unseren Content umsonst genießen. Dennoch geht es gar nicht ohne eure Unterstützung. Das wollte ich einfach nur mal sagen, weil eure Unterstützung ist geil, aber neue Mitglieder und so weiter müssen darüber natürlich auch mal Bescheid wissen. So. Ich habe mir hier so eine kleine Entwöhnungspfeife. Organisiert, schmeckt nach Banane, glaube ich. Nee. Blueberry Cotton Candy. Ist das nicht Zuckerwatte? Hauptsache nicht die anderen Glimmstängel. Und ja, es ist without the Nikotin. Das eine Laster angefangen, das andere öffne ich direkt. Monster, falsche Farbe, schmeckt voll schlecht, aber ich brauchte eins. Vor allem, um Party zu machen, bitte. Und mit Party meine ich natürlich nichts anderes als Speedpainting. Guten Abend, Matthias Erhardt, ich grüße dich. Ludwig G., yo, servus, End Times. Witzigerweise, du hast ganz vielen Leuten einen grünen Namen verpasst und selber hast gar keinen. Fand ich irgendwie witzig. Nicht, dass du jetzt dir einen direkt holen sollst. Marvin Rose, ich grüße dich. Hoffe, deinen Space Wars geht's gut. Kann man auch euch auch per PayPal unterstützen? Auf jeden Fall. PayPal-Link ist einfach der da. Ja, hier. Das ist geil, ich zeig einfach geradeaus. Der da, carofthehill2@gmail.com. Könnt ihr einfach uns gerne unterstützen. Aber man kann uns auch anders unterstützen. Wenn ihr ein Turnier veranstaltet und ihr seht, wir nehmen teil, ihr könntet uns zum Beispiel, das ist, ne, ist kein Schnorren oder so. Vielleicht doch, ich weiß nicht, aber Schnorren finde ich immer so blöd. Uns einfach einladen. Oder wenn ihr sagt, hey, ich organisiere ein Turnier, ich lade die Kings einfach rein. Wir kommen auch gerne, ja. All diese Sachen, denn wir machen das natürlich alles, um Content zu kreieren, um besser zu werden, beziehungsweise können damit Content kreieren. Ihr seid der Hammer. So. Bevor es losgeht, habt ihr irgendwelche Fragen? Habt ihr irgendwelche Wünsche? Wollt ihr andere Musik? Ist die Musik zu leise, zu laut? What is los? E-Tommy, schönen guten Abend. Magst du uns nochmal erläutern, weshalb das so gewollt ist, dass mit dem stackbaren Dämonenfähigkeiten dreimal plus, rein aus Interesse, hört sich heftig an, Damage 5, Bloodcrusher. Warum das Intent ist? Es war noch nie verboten. Ich habe das in jedem FAQ-Meeting bei Games Workshop habe ich das angesprochen, dass es dafür halt kein Ruling gibt. Und ich habe jedes Mal die Antwort bekommen, ja, wir brauchen dafür auch kein Ruling. Es ist keine Aura. Es ist ein Ability-Stacking. Es war von Anfang an möglich. Vollkommen in Ordnung. Lim. Das mit dem Zucker auf der Messe. Hat das mit dem Zucker auf der Messe gepasst. Du meinst wahrscheinlich die beiden Riegel? Oh, du hörst keine Musik? Jawollo. Dann ist sie wahrscheinlich zu leise. So, ein bisschen lauter. Das hört sich heftig an, aber Demons gewinnen ja auch keinen Turnschuh, wie ich gerade sagen, aber ja. Also Ability Stacking ist seit Anfang der 10. Edition möglich. Wo es dann explizit nochmal hingeschrieben wurde, yo, es ist möglich. Auf einmal fängt die Welt an zu weinen. Ich habe schon am Anfang der 10. auch gespielt mit den drei Blood Skulls of Throne oder wie die Typen heißen. Ich muss meinen Müll mal hier rüberholen. Das ist auch einer der Punkte. Wenn wir jetzt Speedpainten und wir machen ein neues Armeeprojekt. Vorbereitung, das ist so unglaublich. Und Imperial Fist, ja. Grüße gehen raus an Icarus, der guckt mir eh nie zu. Vorbereitung ist so unglaublich wichtig, weil ihr wollt nicht ständig aufstehen, irgendwo hingehen, bla, links, rechts, tatütata. Ihr wollt all euren Kram hier haben und ballern mit System.
Ja, die Regel. Vielen, vielen Dank. Ja, Ico ist wahrscheinlich für das Skaten der Lackmann. Nee, also ich habe einen übelsten Respekt vor dem Typen. Der hat so viel abgenommen, so viel habe ich zugenommen. Aber das wird auch wieder in Angriff genommen. Letzte Woche war ich im Schwimmbad, gestern war ich sehr viel laufen. Heute war ich ein bisschen faul, to be honest. Aber das geht weg. Ich arbeite dran. I know, I'm a fatty, aber es geht weg. Mike Midlife Dicer, wie geht's dir? Alter. Danke, Mike. Ich mach das ehrlich, weil ich habe auch so einen Facebook-Post rausgehauen, wo es so hieß, hey, wenn ihr Freunde fragt, ne? Und die sagen, jo, wie geht's dir? Und die sagen, ja, gut. Nee, das reicht nicht. Warum gut? Also, what is los? Aber tatsächlich, ich glaube, heute geht's mir gut. Ich habe heute Morgen unglaublich viel geschafft. Und zwar mit dem zeige ich euch später auch noch, wenn euch das interessiert. Ich habe ja letzte Woche ein Commission Painting angefangen. Mit dem Magma Drafts und so und Oil Painting. Ich kann sie mal kurz hierher halten. Also hier haben wir den blauen und hier haben wir den grünen. Da muss ich den Schwanz jetzt mal abmachen. Das mache ich dann mit einer Heißpistole. Und habe den jetzt auch ein bisschen Feuer in den Mund verpasst und so. Ein bisschen Glüheffekte. Und hat Spaß gemacht. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe nochmal 20 Zwerge hinterhergeballert. Habt ihr in 4 Stunden Battle Ready gekriegt. Aber Battle Ready, wenn du bei mir Commission holst, ist Battle Ready, du kriegst immer mehr. Ich verschicke kein Wannabe Battle Ready. Und ja, Content für dich, Thomas Büttelmann, geiler Typ. Irgendwie ist mein halber Chat hier so draußen. Pizza Guardian, how are you? Hope you're fine, man. I hope you're fine. Pizza Guardian ist mein TO-Brother from another mother, der mit mir den Alpine Cup produziert. Also mir geht's gut, ich war produktiv, was das Hobby anging. Ich würde gerne noch produktiver machen. Ich spiele wirklich mit dem Gedanken. Ich lasse den Gedanken nur mal raus. Und wirklich nur als so ein Effekt aufnehmen, nicht als oh, Lim will bla. Nein, nur so ein Funke. Ich würde das gern als Lebensunterhalt machen, also Hobby als Lebensunterhalt auf irgendeine Art und Weise. Ich habe es noch nicht genau wie, ob das Commission Painting, Coaching, Turniere veranstalten, irgendwas in die. Also es macht mir unglaublich Spaß, auch flexibel, auch abends zu arbeiten. Oder flexibel zu arbeiten, zu sagen, jetzt hole ich meine Tochter ab, ich habe meine Figuren geprimed oder geoilwashed, das trocknet jetzt so 3 Stunden, jetzt mache ich 3 Stunden was mit meiner Tochter, dann gibt's Abendessen, jetzt haue ich mich nochmal hin, ob Streamen dann auch so ein Part davon wird. Das war nur so ein Gedanke, der klingelt bei mir so ein paar Wochen oder ein paar Tagen eigentlich eher so rum. Und den lasse ich jetzt so ein bisschen keimen, mal gucken, was draus wird, ist genau. Also, mir geht's gut, vielen Dank der Nachfrage, Mike, freut mich echt. Oh, I see, also das nächste Mal Reiswaffeln. Nein. Hey, Synthas, grüß dich. Tristan Tabletop Talk, Ballern mit System, geiler Slogan. Ja, es ist echt Ballern mit System, Mann. Eigentlich habe ich den geklaut von Micha. Und zwar, ich weiß nicht, ob er Ballern mit System gesagt hat, aber Ballern mit Verstand oder so hat er gesagt, als wir unser erstes Gruppenvideo für 3D-gedrucktes Gelände gemacht haben. Das müsste noch auf diesem Kanal sein. Wie hieß der? Urban Artworks, glaube ich, hat uns so einen riesen Box im Gelände gestellt. Und da waren Micha, Adrian, Major und ich haben dieses Gelände, ich habe es komplett geprimed, einen Tag lang. Und dann haben wir so Stationen aufgebaut. Adrian und ich an den Airbrushes, dann Chris und Major im Esszimmer an den Pinseln. Und dann hat er gesagt, ey, nicht slacken, ballern mit Verstand. Oder irgendwie so, ne, so ein Schritt, dunkelbraun, nächster macht hellbraun, ne. Und dann wurde durchgeknallt. Und, mittlerweile finde ich, dass Michas Art und Weise zu malen echt scheiße ist, weil es unglaublich nervig ist, wenn man so malen will wie er. Ich weiß nicht, warum der überhaupt noch malt, weil, also ich wäre schon lange in der Klapse. Er malt gut, aber naja, so ist es halt. Mittlerweile suche ich immer Wege, Abkürzungen zu nehmen ohne Qualitätsverlust. Das finde ich ganz wichtig. Cheaten ohne Qualitätsverlust. Hab gehört, heute gibt's Content für dich. Ja, sorry, hab ich schon vorgelesen. Und ja, immer Lim. Oh, jetzt weiß ich leider nicht mehr immer. Mach mal Werbung aus, du Profi. Ich habe keine Werbung an.
Ich schalte keine Werbung. Schönen guten Abend, Kasia. Holy crap. Voll lange nicht gesehen, gehört, gelesen. Mach das, was dich erfüllt, Lim. Hey, Tom, wirklich, das würde ich sehr, sehr gerne. Ich habe ja, mittwochs habe ich immer Therapie. Morgens ist ganz praktisch, so um 9, weil dann kann ich meine Kleine in den Waldkindergarten bringen um 8 und dann so 8:30 ist sie dann da und dann verabschieden und Willkommenskreis und ich tanze deinen Namen im Wald. Nein, es ist wirklich ein cooler Kindergarten, es ist kein, ne? Hust. Und dann direkt zur Therapie. Nach der Therapie gehe ich immer in ein Café, hole mir ein Frühstück, ein Kaffee oder Milch, ne, irgendwas. Sitze dann da ruhig. Ich habe ein neues Handy. Das will ich euch mal zeigen. Nicht zum Angeben, sondern ich finde es so voll witzig, ja. Das, ne, so ein Klapp-Handy, ja. Und was ich da mache dann in dem Café, und das ist total. Mit Handschuhen geht es nicht. Ich habe voll den komplizierten Code, 5x0. Dann setze ich mich in das Café, ja. Und wirklich so entspannt, so Zeit für mich nehmen. Ist total blöd eigentlich, wenn man so überlegt, mit einem Telefon, macht ja keinen Sinn. Doch, und zwar gehe ich dann auf, hallo, kann die Seite auch laden, chess.com, lädt sie nicht. Dann drücken wir da drauf. Ah, ich muss auf die Startseite gehen. Chess.com und dann kann ich, da sitze ich da, entspannt, eine Runde Schach. Vielleicht mal ein Zeitungsartikel. Ich weiß nicht, wie das Handy das macht, aber ich habe hier irgendwo da kommen so Annoncen, die nur mich interessieren. Das kenne ich noch gar nicht. Ist auch Google News oder irgendwie sowas. Hatte ich auf dem vorherigen Handy nicht. Smite 2 zum Beispiel gerade. Ich habe früher sehr viel Smite gespielt. Und da nehme ich so richtig Entschlackungszeit für mich. Richtig, richtig geil. Und, genau. Und da überlege ich mir dann auch sowas. Was erfüllt mich? Ist das realistisch? Für alle, die neu eingeschaltet haben, dass sie es ohne Nikotin ist, zum Entwöhnen und so. Und deswegen und schmeckt nach Zuckerwatte. Also verurteilt mich nicht, ich airbrushe hier. Von daher, Tommy, vielen, vielen Dank. Ist es aus? Was ist das? Ist mir im letzten Stream schon aufgefallen, Lim ganz casual mit dem Klappern. Irgendwann sind es die Rückseiten voll von Kameras. Ja, ist echt so. Cooles Handy. Ich hatte auch vor kurzem Werbung im Stream Apple TV und am Laptop. Holy crap, okay, witzig, muss ich mal was gucken. Jan Felix, ich grüße dich, ich hoffe, dir geht's gut. Gordon Checker, holy crap, was machst du hier? Ich dachte, du wirst verschollen, spielst du noch 40k? Alter, Gordon ist so ein geiler Typ. Aber für mich war das das Talent 2022. Das war die größte Rakete, die nach oben geschlittert ist, bis zum geht nicht mehr. Ist echt so, jeden Tag trainiert mit Matthias Bellmann. Ich glaube, hätte der noch ein Vierteljahr weitergemacht, hätte Matthias Bellmann den... Hätte er nur noch einen Arsch versucht bekommen. Meine ich ernst, meine ich aus tiefstem Herzen. Ich hätte ihn gerne bei der WTC 2022 dabei gehabt, als ich noch die Entscheidungsgewalt hatte. Der Gordon, der war schon richtig krass. Geiler Typ. So, ich skippe die ganze Zeit so hin. Jahrelang keine Türers angefasst, dauert zu lange. Kacksystem. Ja, genau, Kacksystem, sag ich ja. Lukas Wagner, ich grüße dich. Namen zusammen, Florian W. Mein Chat verschwindet leider da oben und ich will nicht hin und her scrollen. Ich dachte, du studierst 4K-Regeln zur Entspannung. Das tue ich auch. Das tue ich auch. Ich vor allem jetzt studiere ich halt die Kill-Team- und AOS-Regeln. Genau. Nach langer Zeit mal wieder am Start. Geil. Wollte mal etwas moralische Unterstützung, komme aus selbst wieder zu malen. Super. Super. Das finde ich richtig, richtig cool. Killer, meine Entschlackung ist immer abends entweder mit Freunden spielen und reden oder eben malen, das ist sehr Entspannung im Vergleich zum stressigen Tag voller Menschen. Ja, auf jeden Fall. BF9 Dragon, ich grüße dich. Platz 9. Gruß, Schatzi. Bis auf Platz 9. Was? Hab ich vergessen. Wann airbrushen wir denn? In 2 Minuten, wirklich. Es geht auch gleich los. Alex L., ich grüße dich. Nico, hast du zum Airbrushen eine Absauganlage? Ja, habe ich. Die ist unterm Schreibtisch für die großen Grundierungsaktionen und so, dann stelle ich die auf, beziehungsweise Maske, weil mein Büro hier, das ist voll okay mit Maske. Danke für die Worte, gib mir das Herz auf, mach du auch weiter mit deiner Karriere im Warhammer. Hoffe, das klappt, das ist so Gordon. Bis auf Platz 9 geschlittert. Ja, das war unglaublich knapp. Gofford Painting, Servus, hello. Warum geht das hier nicht? Was habe ich hier kaputt gemacht jetzt? Geil, so eine Kindersicherung muss dreimal dran ziehen.
eine weitere Entschlackung und dann geht's ans Malen, versprochen, dann höre ich auf zu labern und wird seit mir nicht los. Dass ich zu meinem besten Kumpel fahre, nach Bebra. Ich glaube, ja, der war auch im Battle Report, von daher ist das gar nicht so schlimm, wenn ich das erzähle. Probiere ich jeden Mittwoch hinzufahren. Lass die Kacke. Nein, ist ohne Nikotin, hör auf. Ey, ich hab's zweimal erklärt. Ich will ja weg von dem Müll, ne? Deswegen lass mich hier ein bisschen in der Zuckerwatte saugen. Das Airbrushen ist schlimmer. fahr jeden Mittwoch hin und wir spielen Brettspiele. Einfach nur Brettspiele. Momentan spielen wir Frosthaven haben wir unsere 600 Stunden reingeknallt. Frosthaven spielen wir gerade. Wir spielen aber auch Spirit Island, The Witcher. Ja, das Boardgame The Witcher, richtig gut. Haben wir gekickstartet. Wir haben auch ein richtiges Problem. Wir kickstarten immer alles. Wir haben so 4-5 Ikea-Schränke voller Boardgames und so. Richtig geil. Und wir probieren uns Minimum einmal die Woche zu treffen. Ich kaufe auch für ihn ein, manchmal so Kisten Cola, wo ich einfach weiß, oder ich frage halt nach, hier, soll ich was mitbringen? Weil er sitzt ja im Rollstuhl und das soll jetzt nicht irgendwie heißen, oho, der Arme, ne? Ich mache die ganze Zeit Witze über ihn, ich sag, was geht, also ich heute nicht. Das ist ganz, ganz wichtig, ne? Direkter Kontakt mit Freunden. Habe ich gestern Abend mit meiner Frau drüber gesprochen. Ach, jetzt quatsch ich schon wieder zu viel. Ihr wollt Speedpainten sehen, oder weiß ich nicht, so wie ich es probiere zu Speedpainten. Gibt es auch ein ziemlich cooles Video, was bereits auf unserem Kanal ist, glaube ich, müsste noch da sein, vom E-Tommy, wenn mich jetzt nicht alles täuscht und ich alles hier komplett durcheinander bringe, die Sandstone Necrons. Fand die Geschichte mit dem Rollstuhlfahrer auf der LVO auch cool. Habe ich da erzählt? Zählt in Nullenoil Tunken auch? Auf jeden Fall, das wirst du noch sehen. So, irgendwer hat gesagt, er will noch die Commission Paintings in der Kamera sehen. Wir machen jetzt erstmal hier Switchy-Redo. So, bitte einmal liken, das wäre noch wichtig, ihr Penners. Ja, ich habe euch Penner genannt, verklagt mich. Oh, sorry, darf ich nicht sagen. Gestern wurde fast gegen mich Strafanzeige erstellt. So, hier nämlich, dann kann ich ein bisschen reinzoomen. Also, Magma Draft, blau. Mache ich mal kurz beiseite, Freunde. Werde gleich gespeedpainted. Das ist der blaue Magma Draft. Was habt ihr quasi auf dem Stream noch gesehen? Das war das Blau machen und dann das Ölen, habt ihr, glaube ich, gesehen. Und dann habe ich sie über Nacht stehen gelassen. Wollte zumindest. Aber war natürlich ungeduldig, also habe ich einen Föhn rausgepackt und musste nachtrocknen. Dann habe ich einen Marmoreffekt auf dem Thron produziert. Überall subtle Gold, wo halt Gold hin muss, ne, hier so auf seinen fetten Oberschenkel und so. Und dann den kleinen Feuerturm, ich weiß nicht, den will er jetzt nicht fokussieren, bin ich hier in der Mitte eigentlich, ja. Feuereffekt, der ist ziemlich leuchtend, ich glaube jetzt ist auch zu viel Licht, um das schön zu sehen und dann halt ein bisschen Flamme im Mund, ne, weil der hat so einen Feuerangriff, habe ich auch mit den Dingsfarben gemacht, warte. Mit den illuminisierenden Dingern? Oder wie heißt das? Fluoreszierendes. Boah, guck mal, das kann man gar nicht lesen, ey. Fluoreszierendes Gelb. Ja, das ist der Feuereffekt im Mund. Das ist der blaue. Der blaue Boy. Und das ist der grüne Boy. Ich weiß gar nicht, welcher mir besser gefällt. Auf jeden Fall sind die Flammen noch heftiger bei ihm im Maul. Vielleicht ist es nur auf der Cam, aber bei den zwei großen Flächen finde ich das Gold seltsam. Also da und da. Die Cam wird viel zu hell sein. Ich probiere mal Licht auszumachen. Dann sieht man vielleicht, das Modell ein bisschen schöner. Ich weiß nicht, könnt ihr ja gerade mal beurteilen. Erstes Jahr und dann. Warum ist da so ein dämliches Herz in meinem Chat? Da sehe ich immer das letzte Wort vom letzten Chat nicht. Erstes Jahr und dann unter. Und dann sehe ich nur Sattel. Unter den Sattel wahrscheinlich. Ach so. Das hier wahrscheinlich, ne? Diese große Fläche. In Real Life ist es nicht so wild, aber hier kommt noch ein Wash rein. Es kommt noch. Der Varnish fehlt sowieso noch. Die beiden einzelnen Modelle zu denen. Weg.
Wo sind die denn? Sind die beiden Hayopais? Keine Ahnung. Verschollen. Für immer. Hast du rein zufällig eventuell irgendwo gehört, dass sich AOS 4 von den Grundregeln stark verändern wird? Habe ich eventuell wahrscheinlich irgendwie was gehört. Das hier ist einer von den Normal Boys. Hearthkins. Und von denen habe ich 20 Stück nur heute Morgen durchgeknallt. Und jetzt muss ich noch die Bases machen und da arbeite ich gerade an einer neuen Rezeptur. Jetzt müsst ihr mir noch sagen, ist das so oder mit dem anderen Licht besser? Also ich persönlich mache natürlich immer mehr Licht und noch mehr Licht. Da verändert sich auch die ISO, die ist jetzt auf 800. Wo ist der andere Schalter? Und jetzt ist die ISO auf 150. Hallo Marcel Unterberg, ich grüße dich, genauso wie Melly's Mini. Hallo. Ah, verstehe. Ja, wenn dann noch Wash, yes. Mit weniger Licht kann man es besser verstehen. Yes. Genau. Kamera ist mal, also wenn du ein Foto aufnimmst mit Background und dies und das, richtige Beleuchtung, dann sehen die anders aus. Aber wo sind die beiden Typen, die da drauf kommen? Hab sie. So. Das hier ist der Smiter. Der Smiter hat auch ein blaues Cape bekommen, passend zu seinem blauen Drachen. Ja. Und das hier ist der Söhnemann. Weil es Charaktere sind, bekommen die ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Ne, mit den ganzen Highlights der Bärte und Co. Wesentlich mehr Details in der Haut, bla bla blub. Ich finde den blauen Umlängen besser, aber ist immer noch persönliche Meinung. Yes. Und der blaue, und dann hat er hier so ein bisschen Feuereffekte, blaues Feuer ist mal was anderes. In der Commission waren ja noch die anderen 20 Zwerge und auch ein Charaktermodell, der echt cool ist. Oh, den muss ich euch zeigen. Ah, hier ist er. Er hat's versteckt. Was ein Idiot. Gefunden. Lutscher. Das ist der hier. Den finde ich auch cool. Der hat auch echt Bock gemacht. Den habe ich auch, ich glaube, in zwei Netflix-Folgen durchgemalt. Aus wie vielen Punkten besteht dieser Malauftrag? Ich kenne leider die AOS-Punkte nicht mehr. Aber nachdem ich euch das beantwortet habe, legen wir los. Na? Nein. Ich, total Sicherheit geht vor und so mit 5x die 0 für meinen Handycode. Okay. Weg da. Wobei, ich kann ja so gucken. Mit Handschuhen funktioniert es nicht ganz so gut. Order. Fire Slayers. War Scrolls. So, der Auric Flamekeeper war dabei. Der kostet 90. Magma Droth. Nehmen wir einfach den. Sind 720. 770, ein Runesmiter 780, dann der hier 880, 980, 1040, dann waren es 1440, 1450, dann 460 und The Chosens, das sind drei Modelle, glaube ich. Also knapp 1500 Punkte. Ich glaube, ich bin eine Woche insgesamt dran. Ich habe nur ein bisschen extra Arbeit. Da war sogar noch ein bisschen Bauen dabei. Bauen mache ich echt nicht gerne für Leute. Ich nehme lieber teilgebaut. Das finde ich gut, dass man noch überall drankommt. Genau. Also knapp 1500 Punkte war jetzt der Auftrag. Ich habe jetzt auch schon einen weiteren Auftrag bekommen, das ist ganz cool. Da freue ich mich auch drauf, das ist was ganz Neues. Das ist ein Nebula-Effekt, also ein Weltall-Effekt. Muss ich mich erstmal reinfuchsen. Die Magma-Drops unterscheiden sich abhängig vom Reiter. Ja, das Miter ist günstiger als der Vorder. So, Speedpainting Boys. Außer es ist noch was Akutes, was ich noch beantworten muss. Ich habe immer das Gefühl, dass die Grüne im Hinterteil einen Schaden hat. Wird komplett repariert. Der Schwanz wird abgemacht. Aber es hat so viele schöne Minis. Irgendwann dieses Jahr entweder
Falls Layer oder Cast Server machen. Noise. Okay. Speedpainting. Vorbereitung. Für mich relativ wichtig, Airbrush muss sauber sein, muss direkt funktionieren. Man braucht Ceva, das steht hinter mir, weil ich es nicht ständig brauche. Ich will eine Sache nur schnell sagen, falls jemand hier im Chat des Dienst interessiert und eine Person wird es interessieren, weil ich gesagt habe, ich zeige es dir im Stream. Ich arbeite an einer neuen, an einem neuen Basing-Material, was das hier kann. Crackle Paint. Selbstgemixte Crackle Paint, die man in jeder Farbe anbringen kann. Habe ich vor dem Stream aufgebracht, so 2 Stunden glaube ich. Ihr seht, die Mitte ist feucht, das crackelt dann noch in die Mitte rein, wird sehr, sehr schön selbst angemixt und man kann jede Farbe erzeugen und das war mir relativ wichtig. Und wenn das hält, so wie ich es glaube, dann ja, kann ich wesentlich schneller, bessere und schönere Bases machen. Ich hoffe, so bis 12 Uhr oder so, ja. Bauen ist das Beste. Malen ist strafbar für mich. Kommt drauf an, wie. So. Man braucht entweder ein Testmodell. Und wenn man mit dem Testmodell zufrieden ist, probiert man die Grundsachen. Also wir sind jetzt beim Speedpainten. Die Grundfarben, die Grundsachen zu applyen. Ich arbeite immer von unten nach oben, so wie hoffentlich jeder Maler. Was das bedeutet, ist, man fängt mit Sachen, die schwer erreichbar sind, an, um die Sachen, die da drüber sind, wie der Bart, der liegt über dem Bauch. Das heißt, mit dem Bauch würde ich anfangen, weil es leichter ist, danach den Bauch zum, den Bart zu bemalen, statt den Bauch, wenn man den Bart fertig hat, weil dann würde man den Bart eventuell bemalen. Jetzt kann ich noch Friede, Freude, Eierkuchenmäßig alles übermalen und das ist auch gut so. Die Figuren werden am Anfang sehr, sehr komisch und schlecht aussehen, weil einfach viele Steps übergangen werden, die man im Nachhinein dann mit beschäftigt. Und ich arbeite von links nach rechts, rechts nach links Prinzip. Heißt, ich nehme mir kleine Stücke. Ich habe jetzt hier 5-mal die Hörfchen. Und wenn ich einen fertig gemalt habe, stelle ich ihn nach rechts. Ja, von meinen 5 Stück als Beispiel jetzt. Ja. So, wenn alle 5 drüben sind, weiß ich, ich habe das, was ich jetzt bei allen 5 gemalt habe, fertig und nehme mir das nächste Element. Wie zum Beispiel nur Metall und nur die Klinge plus Kette. Klinge plus Kette, fertig. Klinge plus Kette, fertig. Ja? Auch wenn noch mehr Metall an dem Model ist. So stelle ich sicher, weil ich, also zumindest war es bei mir sehr oft der Fall. Ich mache Batch Paint. Batch Painting heißt es ja im eigentlichen Sinne. Ich mache das und ich vergesse immer, oh nein, warum habe ich bei dem die Gürtelschnalle nicht bemalt? Oder warum habe ich bei dem den linken Unterarm nicht bemalt? Und. Deswegen habe ich einfach die Portionen, sage ich mal, immer kleiner gemacht. Es macht einen nicht wirklich langsamer, solange man mit den kleinen Portionen nicht auch die Farbe wechselt. Das heißt, wenn ich jetzt 5-mal Kette und Axt fertig habe und sie sind jetzt wieder auf der linken Seite, dann kann ich ja diese Axt an seinem Gurt Metall malen und stelle sie rüber. Axt am Gurt, ja. Und so stelle ich sicher, dass ich die Elemente alle male mit einem System und werde dadurch nicht wirklich langsamer. Ich nehme es zwar hin und wieder öfter in die Hand, dafür habe ich erstens Handschuhe an, ja, darunter kann ich schwitzen, wie ich will, aber zum anderen sind das lediglich Sekunden, was mir dann auch wieder mehr Zeit gibt, denn wenn ich es hier rüber gehe, beginnt er ja an zu trocknen, okay? So. So, irgendwelche Fragen. Ansonsten links nach rechts, kleine Stücke. Ich arbeite momentan mit den Army Painter R-Farben. Sie sind wesentlich weiter vorgemischt
als Vallejo-Farben und sie haben ein Triadensystem, was mir direkt sagt, dass dein Base, dass dein Highlight und dass dein Shadow, Shadow wäre jetzt noch das Nomadenflash, das sieht man immer hier auf der Rückseite, Wildling, Barbarian und Nomaden. Das hier ist Wildling, das Nomaden und das ist Barbarian. Das heißt, diese Farben, diese drei werden immer zueinander passen. Ich kann die beiden nehmen oder die beiden nehmen, macht keinen Unterschied. Ich habe mir das Complete-Set gegönnt. Und bin sehr, sehr zufrieden damit. Also ich kann es beruhigend empfehlen. Es gibt ein paar Farben, wo ich sage, ja, geht besser. So. Als nächstes benutze ich einen Vortex, weil, ja, ich kann schütteln. Aber ich will diesen Aufwand gar nicht betreiben. Einmal kurz draufgestellt, Farbe ist geschüttelt. So. Selbstverständlich fange ich jetzt mit dem dunkleren Ton an. In dem Fall wäre das Barbarian Flash als Mid und Wildling Flash als High. So, Airbrush ist einsatzbereit, Kompressor ist gesponsert von Jan Felix, geiler Typ. Kurzer Test. Airbrush funktioniert. So. Figur 1, habe überall, wo die Haut sichtbar sein soll, drauf gemacht. Vor allem, was man immer gerne vergisst, sind die Hände an den Waffen. Kommt nach rechts, nächste Figur. Und wie ihr seht, ich kümmere mich gar nicht um die anderen Sachen. Ich probiere gar nicht irgendwie Abstand von den Äxten zu halten oder sonstiges. Weil ich weiß, dass... Ich werde nie, nachdem ich diese Haut gemacht habe, werde ich nie wieder die Haut anfassen, außer ich habe irgendwo so einen richtigen Fuck-up. Ich glaube, das Wort darf ich sagen. So, auch der zweite, er ist jetzt fertig. Das Gute ist, ich habe die Hände wieder vergessen an der Waffe, ne? Das Gute ist, das hier ist nur der erste Übergang. Das ist die erste Haut. Und ja, das Modell wird einfach nur schlecht aussehen. Hände nicht vergessen. Natürlich sagt sich das jetzt so leicht zu sagen, ja Moment, aber so schnell kann ich nicht airbrushen oder so gut bin ich nicht. Natürlich nicht. Man braucht einfach auch Übung. Ich habe ja auch nicht das Ding bestellt bei PK Pro und gesagt, ja geil, jetzt ist sie da, ausgepackt und dann bam. Wieso kann ich so flüssig arbeiten und habe keine Probleme mit Verstopfung? mit der Airbrush natürlich gemeint. Ich ignoriere das, was das Internet sagt. Und sprühe nicht auf 2,5 Bar, 2 Bar, 1,8 machen manche bis hin zu, ich glaube, 3. Nein, ich sprühe auf 4,5. Ich weiß nicht, ob der Jan Felix jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlägt. Warum tue ich das? Es funktioniert für mich. Natürlich einem Sergio oder wie auch immer, dem werde ich nicht die Welt erklären können. Ich kann nur sagen, was für mich funktioniert. So, ich habe die eine Fünfergruppe, die erste Schicht Haut drauf gemacht. Ich nehme mir die nächste Fünfergruppe und ich habe hier oben diese ganzen Gruppen aufgebaut. Oder hatte, bevor ich sie eben alle weggehauen habe. So, Typ ist fertig. Kommt jetzt zu seiner Gruppe. Ich würde sagen, ja, Moment, die Haut, die sieht ja total unordentlich aus. Ja, na klar, die sieht mega unordentlich aus. Aber sie hat ein System, ja. Und das System bedeutet, nach diesem Schritt Airbrushen kommt ein zweiter Schritt Airbrushen. Nach dem zweiten Schritt Airbrushen kommt ein Wash. Dann ist die Haut, und damit meine ich nicht die Runen, fertig. Wenn ich dann einen Charakter nehme
Und ihr müsst mal überlegen, wir machen hier eine komplette Vanguard-Box, ne? Und wenn ihr das meiste von dem Modell fertig habt mit ein paar Schritten und die Haut ist nun mal der Großteil dieses Modells, ist der Rest ja nur noch Kikifax. Und hier kommt der fünfte. Jetzt wäre natürlich die Frage so, aber was ist mit Zenithal Highlight und was ist mit Two Thin Coats oder Slapchop? Weiß der Teufel, was es nicht alles gibt, ja? Ich mag zu bezweifeln, dass der Großteil der Painter tatsächlich einen Vorteil aus Zenithal Highlights ziehen kann. Der größte Vorteil, der durch Zenithal Highlight gemacht wird, und das ist ein ganz gutes Beispiel, das einfach zu zeigen, auch wenn es extrem hell ist, aber an diesem Oberarm seht ihr, dass ich mit der Haut schon Zenithal Highlight machen kann. Es ist einfach dunkler darunter, was aber überhaupt nicht schlimm ist. Um den Effekt von Zenithal Highlight wirklich zu nutzen, müssen die Farben auch dünn sein. Sind die Farben nicht dünn, dann male ich ja über das Weiß genauso gut wie das Schwarz drüber. Die Farbe deckt vielleicht ein bisschen anders oder verhält sich ein bisschen anders. Vor allem bei Metallics. Ich hasse Metallics auf Weiß zu malen. Und den größten Nutzen, den ich habe, fange hier gerade eine neue Gruppe an, das ist eine neue Fünfergruppe. Den größten Nutzen bei Zenithal ist, damit ich sehe, was der Fitted Dice hat. Meistens mache ich das aus dem Grund, oder ich bemale ein Charaktermodell. Ein Charaktermodell bekommt von mir wesentlich mehr Liebe. Was nicht heißt, dass ich nicht mit diesen gleichen Schritten beginnen kann. Weil, sind wir mal ehrlich, ich war im Erkelenz und ich hoffe so, dass ich während dem Stream oder während dem Malen euch dennoch unterhalten kann mit Informationen und Co. Und wenn ich zu oft aus der Kamera wackel, vielleicht zoome ich nochmal raus, geht das raus? Dann müsst ihr mir Bescheid geben, weil ich möchte auch sehen, dass, oder ich möchte, dass ihr seht, was quasi passiert. Battle Ready. So, das ist die eine Vierergruppe, Fünfergruppe. Ihr rafft das Prinzip. Ich kann auf meinem Tisch ein bisschen anders sortieren. Aber für die Idee reicht's. In Erkelenz musste ich 3 Spielern mitteilen, dass ihre Armeen nicht battle-ready sind. Welche Antwort habe ich bekommen? Ratet mal. Welche Antwort habe ich bekommen, nachdem ich gesagt habe, hey, pass auf, ich glaube, du erfüllst nicht den Standard battle-ready. Was glaubt ihr, haben die mir geantwortet? So, ich probiere nochmal durchzulesen hier. Da fehlt mir schon ein bisschen die Diversität. Diversity. Ja, könnte man ja auch einfach ein bisschen mixen dann, wenn man wirklich ein paar dunkle Zwerge und so haben will. Also das geht auf jeden Fall, aber I get the joke. Ich hoffe, Fire Slayer bekommen neue Modelle. 19 Stück auf GW-Seite, davon sind 2 Battletoms und 9. Nee, die bleiben elitär. Ich grundiere gerade 30k TMs mit der Airbrush. Nice. Grundierung ist doch eine Farbe. Sie haben verhandelt auf jeden Fall. Ja, haben sie. Hast du 40k-Drama? Nö, ist kein Drama. Troll dich. 3 Farben und Base drauf. Antwort. Ich hatte nicht genug Zeit. Geil. Sind doch 3 Farben und Base. Schwarz, Zenithal sind schon 2. Bellman sagt, das reicht. Oh ja, das war auch... Wie ihr seht, ich habe hier einen Arm vergessen. Aber ich male einfach drüber, weil... Ich kann einfach den Arm bemalen und dann den Arm dran kleben. Spielt keine Rolle, ob der jetzt dran ist oder nicht. Macht natürlich in den meisten Fällen das Modell bemalen leichter. Neue Gruppe, die Armless Group. Also tatsächlich habt ihr es jetzt schon benannt. Es handelt sich um, aber es sind doch 3 Farben drauf.
Was soll das bedeuten? Es sind doch drei Farben drauf. Es gibt keine Richtlinie, die besagt, drei Farben, let's go. Ja, meine Schwester ruft an, aber die weiß nicht, dass ich im Internet so einen Quatsch mache. Aber wenn sie nochmal anruft, dann ist es wichtig. Ich hab sie jetzt mal weggedrückt. Ich meine, es ist immerhin meine Schwester, ne? Kann ja sein, sie hat ein Lotto gewonnen und ich würde sofort offline gehen. Nein, würde ich nicht. Aber ja, es hat sich irgendwann mal eingebürgert zu sagen, jo, drei Farben sind drauf, rot, grün, blau, schmückt jede Sau, feuerfrei. Dieser Standard ist seit etlichen Jahren nicht da. Die Leute, die es in den meisten Fällen nicht schaffen, in den meisten Fällen Battle Ready zu werden, sind folgende. Entweder sie wollten unbedingt diese Liste spielen, vielleicht diese Competitive Edgeness. Nächste Fünfergruppe. Hallo, geht um weg da. Sie sind Turnieranfänger. Das wäre die zweite Möglichkeit. Und wissen einfach nicht, was der Standard sein soll. Das bedeutet aber nicht, dass man sie A. nicht gleich behandelt wie jeden anderen auch. Oh, guck mal, der hat keine zwei Arme. Das ist der Anführer der Armless Boys. Der ist natürlich wesentlich leichter zu bemalen. Und nein, ich empfehle nicht, irgendwie alle Arme abzulassen und dann. Denn dann braucht ihr eine andere Art Kleber und könnt nicht mehr mit einem guten Plastikkleber arbeiten, wenn eine Farbschicht drauf ist. Aber lustig sieht er aus. Auch diese Person, diese Turnieranfänger, sollten die Punkte abgezogen bekommen. Egal, ob die jetzt letzter sind oder nicht. Damit die Message ankommt, hey, das ist nicht der Turnierstandard, den wir uns in Deutschland wünschen. Zumindest ist das nicht mein persönlicher Turnierstandard. Was manchmal durchgelassen wird oder manche Spieler glauben, durchkommen zu können, ist schon traurig. Manchmal. Kommt nicht wirklich oft vor. Warum Thomas Büttelmann hier gerade in dem Chat auch aktiv ist mit diesem Thema und eher auch auf scherzhaft, weil Thomas, ich würde ihn jetzt schon mittlerweile auch als Freund bezeichnen, sind wirklich, also wenn ihr mal die Möglichkeit habt, gegen Thomas Büttelmann zu spielen, ist ein echt sehr angenehmer Zeitgenosse, ist ein bisschen bissig am Tisch, aber wirklich eine ganz, ganz liebe Sau. Grüße gehen natürlich raus. Und der hat seine 1000 Suns und es hat mir einfach wehgetan, diesem Spieler, der halt unglaublich stark ist in Deutschland, sagen zu müssen, tut mir leid, das erfüllt nicht den Standard, den hier Leute in ihre Figuren normalerweise investieren. Sorry, es gibt noch die dritte Kategorie, die wollte ich auch noch benennen. Die Leute, die... denen es einfach egal ist. Es ist ihnen einfach egal. Wie man sieht, das hier ist der Charakter. Ich gebe mir ein bisschen mehr Mühe. Es ist denen schlicht und ergreifend egal. Das ist so wie das Schwarzfahren. Naja, ich komme damit schon durch. Aber nein, tut mir leid. Ich gehe auch an den Tisch, wo mir Figuren suspekt vorkommen. Und drehe sie um. Und wenn die von unten nicht bemalt sind, dann sorry. Bin gut an meinem zweiten Repulsor dran. Nice. In Amerika gefühlt ganz wenig Motivation, was Battle Ready angeht. Ja, und in Österreich werde ich denen das auch spüren lassen, wenn die mit solchen Armeen wie auf der WCW ankommen. Bei mir ist immer alles bemalt, mehr als Battle Ready. Du kennst meine Art Mac. Auf jeden Fall, ich durfte gegen spielen, es war wunderbar. Außerdem sterben toll bemalte Modelle schneller, das stimmt auch. Sorry. So. Ceva habe ich ja gesagt, aber Glasreiniger auch, ja. Billig Glasreiniger. Wirklich so für 1 Euro oder was, um die Airbrush kurz durchzuknallen. Ein Stück Ceva nehmen. Und bitte die Airbrush jetzt nicht auf Teufel komm raus durchreinigen, sondern einfach nur das Ding rein, einmal mit Druck an der Wand drehen, ja, um das rauszuziehen, die Wände wieder sauber zu haben.
leider nicht hingeguckt beim Glasreiniger machen. Und wenn ihr Farben habt, es gibt Farben, die haben ein bisschen festere Pigmente, dann nehmt einen Q-Tip, geht einfach nur im Kreis an dieser Wand entlang, damit die Pigmente nicht in eure Airbrush kommen. Dann macht ihr folgendes, dieses zap, 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 Turbo rausschießen. So, das ist das größte der Gefühle, dass ich bei einer Airbrush investieren würde an einem Abend, um die Farbe zu wechseln. Mehr nicht. Das hat 30 Sekunden gedauert. Raffi, ich grüße dich, ja? Von unten bemalt heißt, ich habe mal einen Orc Stormboy umgedreht und der war unten grundiert. Also sein Po, die Unterseite vom Backpack, da wurde gemogelt. Ganz einfach gemogelt. Das ist mein Mid-Tone. Jetzt gehen wir zum High-Tone. So, und das Airbrush sauber machen habe ich gerade nur gezeigt, um zu sagen, das wäre für einen Farbwechsel. Wenn ich aber Farb aufeinander aufbauend mache, wie jetzt aus der gleichen, jetzt mal Farbfamilie, und das war vielleicht jetzt nicht das Klügste hier hin zu sprühen, aber aus der gleichen Farbfamilie, dann mache ich nichts anderes wie ganz kurz Wasser. So. Die erste Fünfergruppe steht hier oben. Die Reihenfolge ist da. Der Doppel-Armless Boy zum Schluss. Zweite Schicht. Mit der anderen Haut. Man wird nicht viel erkennen. Auf der Kamera, definitiv nicht. Es ist viel zu viel Licht. Aber... Es macht einen Unterschied. So. Bei der Haut probiere ich, oder beim zweiten Farbton, lediglich von oben zu sprühen. Jetzt habe ich die Möglichkeit, bei diesem zweiten Durchgang, ich müsste mal so einen Timestamp raussuchen, wann wir quasi angefangen haben mit den ersten fünf. Jetzt sind wir schon in den zweiten fünf. Wann wir Airbrushen angefangen haben. Jetzt hat man nämlich die Möglichkeit im zweiten Gang, die Hautstellen, die man eventuell übersehen hat, nochmal schnell zu korrigieren. Hier habe ich eine Hand nämlich auf einer Waffe vergessen, ja? So, wie viel Zeit werden wir verbraucht haben jetzt? Schätzt mal, 20 Minuten, kann das sein? Ich glaube noch nicht. Noch nicht einmal, oder? Da war noch ein bisschen mehr Erklärung und so. Na, egal. 20 Minuten und jetzt könnt ihr nämlich runterrechnen. 20 Minuten, 20 Modelle, eigentlich 21, aber wir runden für matte Fensterplatz und so. Also eine Minute pro Modell. Das finde ich ist für 40% des Modells ziemlich gut. Das finde ich extrem effektiv. So. Damit will ich jetzt natürlich keine Werbung machen für kauft euch eine Airbrush oder was weiß ich, weil viele Leute haben einfach gar nicht die Möglichkeit dafür. Oder Doppelarm-Guy. Sie haben vielleicht keinen dedizierten Hobbyraum, sie haben vielleicht auch nicht das Geld, ja. Die Anschaffung kann ein Thema sein. Das ist natürlich ein Thema, da kann euch der Jan Felix von Pickapo helfen. Ruft ihn an, damit mache ich immer eine Lieblingswerbung. Ich sage, ey, der Lim schickt mich, der sagt, du kannst mir was empfehlen. Pack mir mal ein Paketchen zusammen, mach mir doch mal einen guten Preis. Das sind alles so Wörter, da sagt der Felix, entweder kann er oder halt kann er nicht. Fragen kostet nichts und es ist auch nicht irgendwie, ne. Er weiß ja, was ein Hobbyist ist. Er ist selber Hobbyist. So, wir haben noch nach dem hier 5 Modelle. Na, du bist die 5er Gruppe.
Warum habe ich überhaupt diese Fünfergruppen? Ich werde irgendwann zu Farben kommen, wo ich nicht mehr 21 Stück einfach durchknattern kann und sag, juhu, bin happy. Das funktioniert dann leider nicht. An dem hier kann man so gut erkennen, ich muss da mal reinzoomen. Das ist ohne Zenithal Highlight. Also ich weiß, zu viel Licht wieder. Warte, wir probieren das nochmal hiermit. Wo ist das andere Licht? Ohne Zenithal Highlight. Komm schon, Fokus. Fokus den Zwerg. Seht ihr, bei den Oberarmen habe ich Schatten. Da unten ist trotzdem Hautfarbe. Nicht viel, aber Hautfarbe. Mit dem Wash wird es dann einzigartiger. Ja, ist wahrscheinlich noch zu hell. Ob ich jetzt Zenithal Highlight drauf gehabt hätte oder nicht, ist völlig boogie. Macht keinen Unterschied bei dieser Applikation der Farbe. So. Ups, du gehörst hier hin. Und dann der letzte. So. Jetzt kann ich noch mal ein bisschen lesen. Guten Abend zusammen, ich grüße dich. Also Chat gleich alle mal Bilder hochladen. Was heißt das? Ne? Hab Leute gesehen, die zum Airbrush sauber machen, das Ding kurz in den Wassereimer gehalten. Das mache ich nicht. Das mache ich auf keinen Fall. Habe ich letzten Stream auch erklärt. Ich will meine innere Dichtung, also die hintere Dichtung, nicht ruinieren. Deswegen mache ich auch diesen Rückstoß nicht. Und das ist passiert genau dasselbe, wenn ich das mit dem Wassereimer mache. Was nutzt du für einen Kompressor? Er heißt, glaube ich, AS. Die anderen im Chat kennen sich da besser aus. AS20 oder so. So, ich mache jetzt einen Farbwechsel. Dazu zoome ich raus. Ihr sollt ja miterleben, wie funktioniert das Speedpainten. Hier ist mein Glasreiniger. Ist einfach nur Glasreiniger. Zack. Hier seht ihr die Pigmente an diesem und guck mal, was ich hier alles aufsammeln kann, ja? Das will ich gleich nicht in der Airbrush haben. Einfach nur an der Wand entlang gegangen. Ich sprühe, ich mache dieses Turbosprühen. Kann das selber auch hier reinmachen. Und das Blubbern, das mache ich unglaublich ungerne. Weil das schießt die Farbe gegen meine hintere Dichtung. Und wenn die porös ist, will ich einfach nicht. So, und mit diesem nach vorne schießen, wie ich das jetzt übertreibe, ja, schießt ihr auch getrocknete Pigmente vorne durch. Die Airbrush, vor allem bei 4,5 Bar, ist stark genug. Ihr macht damit nicht die Nase vorne kaputt. Ich kann das nur bestätigen, was ich halt erlebe, ja. So, und dann kann ich nochmal nachgehen. Zack, da war ein... Blablabla. Bla, bla. Okay. Der heißt Silent Air. Der kostet, glaube ich, 450 Euro oder so. Ist keine günstige Nummer. Habe ich mir auch nicht gekauft. Habe ich gesponsert bekommen vom Jan Felix. Nackte Männer mit Bärten. Jawohl, Bärten ist das nächste Stichwort. Chaotic Red ist eher ein Braun. Und wieder von der Airbrush-Range. Wie ihr seht, ich mache alles unverdünnt. Mit der Haut, mit dem, tralala. Für die Kamera mache ich die Gruppen halt ein bisschen anders, aber egal. Was will ich jetzt nicht? Die Haut treffen. Das heißt, ich fange an und ich mache diesen Kamm, diesen Haarkamm. Und die Bärte. Ob ich die Waffe, den Helm, also leicht den Helm, mit brushe, spielt keine Rolle. Denn wenn ich unglaublich viel Zeit sparen kann, indem ich diese Farben auftrage, dann mache ich das. So. Ich nehme nur den Kamm und schubse ihn darüber. Lass die Haut in Ruhe. Ich
puste immer noch mit 4,5 Bar drüber. Ich mache immer noch alles mit Detail und hast nicht gesehen. Wenn es die Waffenstange berührt, wenn es diese Kette berührt, wenn es den Helm berührt, spielt keine Rolle. Ich muss es nur im richtigen Winkel treffen. Natürlich, wenn ich Anfänger bin, wird mir das hin und wieder passieren. Es ist nicht schlimm. Man kann das alles dann mit dem Pinsel nochmal retten oder auch Washes verstecken, einiges von Situationen, die wir halt eh nie sehen würden. Vor allem, ich mache den ganzen Kamm, obwohl ich weiß, die Hälfte des Kamms wird noch Gold. Es spielt keine Rolle, es macht unglaublich viel Zeit gut. Übrigens, das hier ist John Lennon America Battle Ready, ne? Nur damit ihr Bescheid wisst. Also das habe ich halt erleben dürfen auf der WCW in Amerika. John Lennons halbe Armee war erstens ohne Arme, fand ich nicht gut. John ist ein Freund von mir. Ich habe ihm das auch schon ins Gesicht gesagt, von daher ist es kein Lästern. Doch ist es, aber mit seinem, er weiß Bescheid. Die halbe Armee war, also, weiß grundiert, die Hälfte, einfach genau durch die Hälfte, blau geairbrushed und goldene Punkte verteilt. Aber auch nicht überall. Manche hatten nur das Weiß und Blau. Und ich habe damit, die sind auch auf den Streams von Games Workshop zu sehen. Was ich auch total affig finde, ist, dass Games Workshop auf jedem Turnier immer probiert, Art of War Spieler auf den Stream zu holen. Ich kann das verstehen, dass man das hin und wieder mal machen möchte. Und vor allem, weil man einfach befreundet ist, ne? Aber warum? Das ist ein bisschen biased. Also, ich finde es halt totaler Quatsch. Ups. Na? Der hat keine Haare. Das ist eine Glatzenmann. Ich kann hier schon mal mit dem Bart anfangen. Dazu muss ich einfach nur ein bisschen vorsichtiger sein. Vor allem bei 4,5 Bar kann ich sehr, sehr schnell die Farbe woanders hinsprühen, wo ich sie nicht haben will. Aber selbst das hier. Ich habe jetzt keine Haut berührt. Der Bart ist nur nicht zu 100% in der Farbe, aber das reicht mir ja schon, weil der ist sowieso verändernd. Also der hat ja mehrere Rottöne in seinem Bart. Ein weiterer Vorteil von 4,5 Bar. Ich konzentriere mich nur gerade, weil ich gerade sehr nah ans Gesicht komme. Von 4,5 Bar sprühen ist tatsächlich, dass ich weniger Verstopfung habe, was die Airbrush angeht. 9 von 10 Mal, dass die Airbrush nicht so funktioniert, wie man es möchte. Liegt ganz einfach daran, dass die Nozzle verstopft ist. Wann ist die Nozzle verstopft? Durch erstens falsches Gebrauchen der Airbrush. Also ich benutze den Double Trigger halt falsch. Ich habe zu wenig Druck drauf oder ich bin zu zaghaft, die Farbe rauszuschießen. Denn diese Nozzle hier vorne, die muss farbfrei bleiben. Das tue ich, indem ich die Luft durchknalle. Ist die Farbe zu dick, fängt die Farbe an zu trocknen, kann ich sie sauber machen. Dann habe ich verloren. Und es gibt nichts Frustrierenderes, als zu erkennen, verdammt, meine Airbrush-Skills sind nicht gut genug oder ich verzweifle jetzt daran. Und man gibt auf. Weil ich war an diesem Punkt. Ich wollte einfach. Ich habe gedacht, was mache ich hier falsch? Und das mit meiner ersten Airbrush. War eine Silverline. Die müsste ich auch noch hier irgendwo haben. Und die ständig verstopft. Ständig nicht das Farbergebnis. Oder Spiderwebs heißen die. Wenn die Farbe so auf einmal in alle Richtungen verläuft. Ich will hier nur aufpassen, dass wir keine Haut treffen. Und selbst wenn, ist es nicht das Ende der Welt.
Aber ich bin so froh, dass ich halt dran geblieben bin und irgendwann einfach gesagt habe, Moment, was hilft mir gerade? Ja, klar, ich habe mir 1000 Videos angeguckt und irgendwann aus jedem Video so ein bisschen mitgenommen, bis ich endlich an einen, ich nenne es mal Airbrush Standard kam, der mir gefallen hat. Oder nicht Standard, sondern an eine Technik eher, dass ich gesagt habe, jupp, ich kann alles, was ich gerade möchte. Wenn ich was Neues lernen möchte, dann eigne ich mir das irgendwie an. Dann muss ich gucken, muss ich dann vielleicht für meine Technik ein bisschen weniger bar machen, muss ich mehr verdünnen. Wobei, seitdem ich auf diesem hohen Druck sprühe, bin ich nie wieder runtergegangen. Ich sehe auch keinen Sinn da drin. Also, für mich persönlich jetzt. So, ganzen Bart fertig gemacht. Diese Spitzen hier unten werden eh Gold, deswegen musste ich die nicht decken. Da ist der Letzte aus der Gruppe. Jetzt wollte ich seine Axt schon machen. Schwänzchen da hinten wird eh Gold. Völlig egal, ob wir da drüber malen oder nicht. Das ist auch nur eine von drei Farben, die wir hier benutzen werden an diesem Kamm. Ups, neue Gruppe. Fünfergruppe. Na, der hat so ein Ponytail. Da werde ich jetzt auf jeden Fall den Rücken treffen, weil ich nichts abgeben will. Aber das ist okay. Kann ich später nämlich korrigieren im Endstep. So, und schon habe ich wieder 21 Modelle. Die Grundfarbe dieses Kamms drauf gemacht. Und bei 4 Modellen den Bart. Jetzt weiß ich, warum ich 4-mal diesen Bart da ausgewählt habe mit diesem Kopf. Das sollen die Anführer sein, falls es vielleicht in AOS 4 Anführer gibt. Wie oft kannst du 4,5 Bar in einem Stream sagen? 4,5 Spaß. Ich glaube, sehr oft. Und wahrscheinlich noch mehr. Hey. Ja. Wahrscheinlich sage ich das so oft, weil es einer der größten Veränderungen war bei mir im Airbrushen, nachdem ich das gemacht habe. Und witzigerweise bin ich alleine drauf gekommen, weil es mich so unglaublich genervt hat, dass, warum kommt hier jetzt keine Farbe raus? Mehr Druck. Das lag damals daran, dass ich nicht dünn genug das Ganze gemacht habe. So. Ich kann jetzt bei der Gruppe, wo ich bin, direkt weitermachen und mache jetzt bei allen die Bärte. Und sie müssen nicht perfekt sein. Sie dürfen Sachen überlassen. Denn auch die Bärte bekommen 3 Farben und einen Wash. Und alle 3 Farben werden mit der Airbrush aufgetragen. Also, diese Armee kann ich bis 12 Uhr fertig malen, in 3 Stunden. Fertig heißt Battle Ready. Das Basing wird schwierig, weil ich gerne Bases mache, die über Nacht trocknen. Und von jetzt Armlänge sehen die halt schon aus, als wäre da was. Schwarze Waffen. Bärtchen, oh, hier ist natürlich jetzt ein Arm eine Waffenstange davor. Egal. Ich benutze sehr, sehr viel meinen Daumen am Modell selber, um etwas, wie sagt man, abzudecken. Ne? Ihr wisst schon, was ich meine.
abzukleben wäre falsch. Abzuhalten? Abzudecken. Danke. Danke, Lim. Ja, gerne, Spacko. Dieses Farbstoßen, was ich hier auch mache, wenn man das erstmal raus hat, gibt es so unglaublich viel Kontrolle. Witzigerweise habe ich da, was heißt witzigerweise? Ich habe das Gott sei Dank in einem Video oder Stream gesehen beim René von Paintomancy. Dem ging das nämlich völlig auf die Eier. Und seitdem macht er auch nur noch dieses Tappen. Ich habe das öfter mal gesehen. Auch bei großen Streamern und so. Aber selbst irgendwie nie drüber nachgedacht, es zu benutzen, nie ausprobiert. Und seitdem ich es mache und Spacko, Anzeige ist raus. Oh, hör mir auf mit Anzeigen, ne? Ich bin so ein bisschen. Naja, aber nee, das wird nicht Thema hier. Aber ja, es macht unglaublich Spaß, neue Sachen zu lernen mit der Airbrush. Und einfach zu wissen, wie viel kann ich denn machen, weil dieses, ich muss mir die Schritte halt überlegen, wie ich hier vorangehe. Das habe ich früher einfach nicht gemacht. Der hat schon Bart, deswegen kann ich ihn überspringen. Dass ich die ganze Zeit hier beim Sprühen diese Bauchrüstung mit Rot bemale. Wahrscheinlich könnte ich selbst das noch irgendwie unterbinden, aber brauche ich ja nicht, weil ich einfach weiß, da kommt Silber hin mit einer Silber-Airbrush Farbe. Da war das Wort noch nicht fertig. Was das Rot komplett verschwinden lässt. So, und dieses wie wollen wir es nennen? Kontrolliertes Übermalen habe ich früher einfach entweder mich nicht getraut oder ich dachte, uiuiuiui, obwohl es noch gar nicht bemalt war. Selbst die Haut ist ja noch nicht fertig. Deswegen mache ich diesen Schritt noch, weil wenn, und ich sage nicht, dass das jetzt hier gerade passiert, ich bei der Haut übermale und die rötlich wird, warum auch immer, dann kommt ja noch der Wash zum Einsatz. Und der schummelt dann wieder ein bisschen was davon weg. Später für die Haut. Und ich hoffe, dass ich nicht zu viel im Chat verpasse. Ich möchte halt nur, dass ihr wirklich live sehen könnt, oder zumindest der ein oder andere, wie wenig Effort es tatsächlich ist, auf einen gewissen Standard zu kommen. Ja, ich weiß, Paywall, Thema Airbrush, Farbwahl, das sind all solche Sachen, die dann eine Rolle, und das finde ich auch fair, aber diejenigen, zumindest diejenigen, die Möglichkeit haben, will ich zumindest die Möglichkeit geben, auch mal von mir etwas mitzunehmen in der Art. Vor allem, weil ich jetzt irgendwie seit 2 Wochen nur noch Fire Slayer baue und bemale und das nicht mal für mich. Finde ich irgendwie, kommt mal wieder den Wunsch, selber Fire Slayer zu spielen. So, ich bekomme auch sehr oft die Frage, wie detailliert kann man mit der Airbrush arbeiten? Noir, ich grüße dich. Ich kann mittlerweile Augen bemalen. Probieren, meine Hände mehr in der Mitte zu halten. Ich habe heute Avatar fertig geguckt, also der Airbändiger. Ich muss sagen, ich finde die echt gut produziert, ne? Fand ich nicht schlecht. Ich wusste zwar, ne, weil man es ja irgendwie kennt, aus Kindheitstagen oder wann auch immer, oder
weil man es irgendwie vor einem Monat erst auch mal gesehen hatte und ich wusste gar nicht, dass das raus ist. Fand ich das echt nicht schlecht. Also, da habe ich schon sehr viele schlechtere, wie sagt man, ja, Adaptionen gesehen. Also, ich sag nur Thema Dragon Ball, ne? Real Life Dragon Ball fand ich ja mal Vollkatastrophe. Also, hat mich gar nicht abgeholt. Oh, da fällt mir ein, der Erfinder von Dragon Ball ist ja gestorben, ne? Ist jetzt nicht so, als würde ich ihn kennen oder wäre jetzt irgendwie traurig, sondern was das halt so bei mir auslöst, ist, ich bin mit Dragon Ball aufgewachsen, mit Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super, das waren so Kindheitserinnerungen und derjenige, der mir halt diese Kindheitserinnerungen erschaffen hat, ist jetzt halt nicht mehr da und ist wie so, ah, okay, also, ne, ich fange jetzt nicht an zu weinen oder mein, also, wobei weinen auch nicht jetzt schlimm ist oder sowas, aber nimmt in, es betrifft einen, so nenne ich es mal. So, die Farbe war recht lange drin, ne? Ich irgendwie ein bisschen also nicht geschludert, aber ich war ein bisschen langsam. So. Wo ist mein Zebrastück hin? So. Na, Thomas. One Piece kann man ganz gut schauen. Ich habe ein Problem. Und zwar habe ich One Piece nie gesehen. Was? Geht doch gar nicht. Ja, doch. Und für über 1000 Folgen, also ich hätte gern Zeit, würde es auch gucken, aber normalerweise will ich das auf Originalsprache schauen. Als nächstes nehme ich Encarmen Red. Das ist ein ziemlich berstiger Rotton. Ich weiß nicht, warum ich das Wort rot, berstig benutzt habe, aber so be it. Ich benutze mal ein bisschen mehr. Hast du gerade geschrieben, brauchst du auch nicht. Also ich meine das Original, nicht das Real Life. So, und weil ich gerne Original schaue, aber... Oh nein, wir haben einen Patienten hier drinne. Nein! Wir pusten ihn raus. Nee. Ich habe jetzt einen. Es kommt nicht oft vor, aber es kommt vor. Ein großes Stück. Gut, es geht nicht anders. Müssen wir machen. Leider eine kleine Unterbrechung. Ich habe ein großes Stück Acryl in der Front. Jetzt ist es raus. Genau, jetzt ist es raus. Dann jagen wir nochmal schnell. Ja, Mama, ich hatte Nasenbluten. So. Ach, das habe ich eigentlich nie erklärt. Ich gehe sehr oft mit meinem kleinen Finger hier rein und drehe dann, statt einen Q-Tip zu nehmen, und wische dann meinen Finger, weil ich ja Handschuhe habe, meinen Finger da dran ab. Hallo, Emma. Oh, du siehst aber müde aus. Müssen wir Hallo sagen, müssen wir hier reinschnuppern ins Mikrofon. Grunz, grunz, grunz. So. Als nächstes nehme ich die Farbe Encarmen Red. So, auch dazu hätte Jan Felix direkt schon eine Meinung, würde sagen, tja, würdest du mal den Farbfilter nehmen und oben drauf setzen, dann wird dir das nicht passieren. Ja, das stimmt. So, jetzt nehme ich wieder diese Fächer. Spätestens jetzt sollten die auf der Kamera auch knallen.
Und besprühe nur die Hälfte. Und ja, ich mache wieder nur die Köpfe, außer bei den Bartmenschen, die keinen Kopf haben. Und mache einen random Sprühpattern rein bei den Bärten. Und bei diesen Mohawks sprühe ich ungefähr 2/3 ein. Ja. Kann voll feucht bleiben. Das spielt überhaupt keine Rolle. Wenn wir mit dem letzten durch sind. Sehen die wieder gut aus. Und sind trocken. Das Zeug natürlich jetzt ein bisschen heftiger als dieses rötliche Braun von vorher. Wenn man jetzt einen Fehler macht, sieht man es einfach einen Ticken mehr. Also auf der Haut, ne? Immer noch. Wenn es auf die Waffe kommt, völlig egal. So, ich glaube, Runa wurde eben gefragt. Ach so, grundlegend AOS 4 Regeln wurde, glaube ich, gefragt oder so. Es ist klar, dass ich nicht wirklich was spoilern kann oder verraten. Ne? Es ist, also A, wäre es nicht fair, andere gegenüber, und B, schadet es auch im Games Workshop. Ich sag mal so, meine bisherigen Erfahrungen mit AOS 4, die ich jetzt seit einem guten halben Jahr erleben durfte, waren sehr positiv. Wesentlich positiver als vorher, ja? Ich glaube, mit ein paar Tweaks können sie so kompetitiv sein wie 40k. Da fehlt nicht mehr viel. Ich muss auch dazu sagen, ich kenne nicht alles komplett. Also, ne, jedes Battletome, was dann rauskommen wird, kenne ich nicht. Aber die Spielmechanik, und sie haben einfach vieles rausgeschmissen, was so nicht den Spielspaß oder sonstiges, damit ihr jetzt keine falschen Vermutungen anstrebt, rausnimmt, sondern tatsächlich unnütze Dinge, die das Spiel langsamer gemacht haben. Und diese Sachen, die könnte Games Workshop mal übernehmen. Games Workshop, 40k. Und ich hoffe, dass sie es, den Vorschlag, den ich gemacht habe, ihn in die 11. Edition mit übernehmen. Es gibt so ein paar Mechaniken, die sind einfach unnütz, die braucht man nicht. Sie machen das Spiel langsamer. Man kriegt das Spiel wesentlich schneller hin. So, bei diesen Bärten, wie gesagt, random Rot-Pattern. Hauptsache ein anderes Rot ist an manchen Stellen irgendwo in dem Bart zu erkennen. Und jetzt habe ich natürlich einen Fehler gemacht. Ist einfach so. Ich habe jetzt bei diesem einen Typen den Bart angefangen, obwohl er eine Dingskrone oder was auch immer Mohawk hatte. Aber so be it. Ich persönlich werde nicht von 40k switchen auf AOS, aber ich werde einen kleinen Teil. Ich habe nur gesehen, da ist ein bisschen wenig rot. Einen kleinen Teil in der AOS mitmachen. Und auf diesen kleinen Teil freue ich mich auch ungemein. Deswegen habe ich mir auch alle Vanguard-Boxen geholt. Also ich habe jede einzelne Vanguard-Box, die bisher erschienen ist, und ich habe schon 2 von den 9. Und es kommen ja noch 2 weitere neue kommen noch raus. Limbus beim Firebug. Nein, ich bin nicht beim Firebug. Erstens kein Geld, zweitens ich bin nicht als Judge gebucht. Und von daher, ja, so sieht's aus, ne? Auf Krankengeld lebt sich nicht so fett, Boy. Nee, Spaß. Denn der März ist tatsächlich komplett leer.
und stecke die komplette Vorbereitung in den Alpine Cup in Leoben. Und dann, ja, also es ist ja noch eine ganze Menge zu tun da auch. Hallo Lim, kannst du mal eine Figur näher an die Kamera halten, gucken, wie die im Detail gerade... Ja, auf jeden Fall mache ich das. So, das war... Einfach mal den hier. Bringt das was? Ist vielleicht ein bisschen zu hell, weil ich sag, die wird permanent schlecht aussehen oder scheiße aussehen, die Figur, bis zu ein paar Steps. Ja. Aber es hat eben System. Also wir haben jetzt nicht mal eine Stunde gemalt und wir sind echt weit. So, und jetzt fange ich mit den Bärten an. Random Pattern. Nächster Bart. Einer von diesen Bärten, den habe ich schon gemacht. Der hat ja nur diesen Bart. Erste Gruppe fertig. Das sind wirklich nur diese paar Sprüher, die da drauf müssen. Warum werdet ihr auch gleich sehen? Gebärtige Bartbart. Da der schon keine Arme hat, kann ich seinen Bart auch von unten drunter mal so richtig voll aus seinem Bauch gespritzt. Anzeige ist raus, yo. Aber stellt mir gerne Fragen. Mir gehen so gerade jetzt gehen mir so die Themen aus. Ich weiß nicht wieso. Eigentlich war auch geplant, dass ich zwei Gäste heute habe, aber leider mussten wir das verschieben und nächste Woche habe ich zwei Gäste. Also wenn alles klappt, den lieben Sven und den lieben Fabian. Sven von den L-Post Major, Hamburg Major, all diese Turniere im Norden. Und der liebe Fabian von der Würfelbar, die streamen auch immer mittwochs. Und die beiden sind ja die Veranstalter des German Super Majors. Genau, und ich wollte mir die mal einladen in den Stream. Also ich habe sie eingeladen. Sie durften noch nicht ablehnen, immerhin bin ich deren Head Judge. Und wollte mit denen einfach mal so ein bisschen quatschen, so hey... Wie fängt man eigentlich an, das deutschlandgrößte Turnier, wie fängt man das an zu planen? Wie oft seid ihr rumgefahren, habt Locations gesucht? Was gehört alles? Ich habe so einen Fragenkatalog, ne, damit es auch ein bisschen Professionalität mal hier bei den Kings hat. Ne? Go, go, Lem, Grüße aus dem Sala. Ja, Grüße zurück, mein Bester. Ich hoffe, dir geht's gut. So, ich habe gerade eine Airbrush von meinem Nachbarn ausprobiert, ich muss sagen, dass ich als HNS Infinity User finde seine Fang da gar nicht schlecht. Super Teil zum Einsteigen. Ja, da gibt es echt richtig gute. Danke für den Stream, meine Frau und die Serie Shogun warten auf mich. Oh, stimmt, wollte ich auch noch. Wie sehr darf ich mich auf die Iron Jaws, als Iron Jaws, kann ich leider, also selbst wenn ich es könnte, würde ich es nicht, aber ich kann es gar nicht sagen. Iron Jaws, was da jetzt so genau, weil alle Bücher werden neu geschrieben. Es gibt ein Reset halt, ne? Das also den finde ich auch extrem wichtig, diesen Reset. So, das Witzige ist, bei diesem Rot, wenn ihr da aus Versehen auf die Haut kommt, habe ich gemerkt, ich kann es nicht provozieren, weil es einfach nicht in meiner Natur dann liegt. Wenn es automatisch einfach mal auf die Haut kommt, wird das rötlich und später beim Wash ist es so eine, das sieht total
total gut aus. Auf den Sisters Codex freue ich mich schon. Oh yeah. Und ich erst. Der wird brutal, Junge. Oh, die Farbe hat genau gereicht. Das ist immer ein gutes Zeichen. Das bringt Glück. So, raus damit. Und raus damit. Und jetzt kommt die dritte Farbe. Oh, habe ich sie weggeräumt? Ja, Archangel Red. Beziehungsweise, ich gehe mal eine Stufe anders. Mit denen will ich mal anders gehen. Das hier ist für eine andere Commission. Das ist echt witzig. Also zweimal Fire Slayer Commission Painting hintereinander. Das ist jetzt Lava Orange. Hier habe ich alle Freiheiten der Welt. Der hat gesagt, bitte machst du mir Battle Ready. Und der hat gesagt, keine Sorge, ich mache mehr als Battle Ready, wenn ich sie auf dem Stream bemalen darf. Die Person sagte, jo, bitte, 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 das wäre echt cool. Und dann habe ich gesagt, auf jeden. So. Und wenn die Box durch ist, dann habe ich nur noch ein Projekt. Ich werde mal gucken, wie die Farbe sich verhält, weil die frisch ist. Ziemlich wässrig. Ob ich damit Speed painten kann? Ja, kann ich. By the way, diese Box habe ich, bis auf die paar fehlenden Arme, ja. Diese Box habe ich heute Mittag erst gebaut. In, ich glaube, einer Stunde 20. Ich wollte mal ein bisschen festhalten, so, jo, wie lange brauche ich hier eigentlich? Nicht, um dann eben zu sagen, ja, schau mal, ich habe 17 Stunden daran gearbeitet, du schuldest mir x Euro. Nö, darum geht es mir gar nicht. Sondern eher so ein, damit ich selber weiß, wie lange würde ich denn dafür brauchen? Ich finde die Orange gar nicht mal gut, muss ich sagen. Ich hätte bei der anderen Orange bleiben sollen. Die deckt auch schon. Oh, oder ich habe noch ein. Schon wieder so ein. Ein Verstopfer vorne drinne. Nee, habe ich nicht. Die Orange deckt irgendwie nicht so schön, wie ich das. Also, ja, sie deckt. Doch. Ist eigentlich eine Falschaussage, aber. Ich weiß auch gar nicht, was ich wollte mit der Orange. Hiermit will ich wirklich einen sanften Übergang haben und wieder ein paar Berührungen in den Bart. Und um jetzt noch einen Ticken schneller zu sein. Ich empfehle es nicht. Mache ich den Bart mit. Ich halte mir das Modell halt sehr, sehr flach auf dem Boden, wie ihr sehen könnt. Und dann auch, ja, alle Pigmente hier auf dem Boden donnern. Und nicht noch auf andere Modelle irgendwo oder so rüberspringen. Das ist ein Fünfer-Trupp? Ja, du gehst da hoch. So, hast du sowohl bei Commissions als auch für dich eine Vorliebe, ob du große oder kleine Modelle bemalst. Wenn klein, dann bitte mit weniger Details. Wotan habe ich sehr gerne bemalt. Und wenn groß, dann bitte nicht so geradflächig. Also ich liebe es, Blutdämonen oder wie heißen die Nörgel? Große Great Unclean One. Ne, sowas zu. Boah, das ist. Das macht Laune, Monster hauptsächlich. Viel Haut, so ein Riesen mal bemalen, das ist auch ganz witzig. Aber sowas wie Night wiederum finde ich total langweilig.
Ich weiß auch gar nicht, vielleicht liegt es auch an mir, dass ich einen Knight wahrscheinlich nicht so gut aussehen lassen kann, wie ich mir das wünschen würde. Denn ich finde die immer so flach. So, und jetzt ist das Problem, wenn es für mich ist, ist es egal. Aber ein Commission Painting, als Beispiel, zu sagen, ich möchte Battle Ready, das sieht beim Knight echt dünner aus, ja. Weil, ja, der kriegt jetzt, da darf man sagen, seine drei Farben drauf, ein paar Details und so und vielleicht mal ein Leuchteffekt, ne, an der Knifte. Aber dann hört's auf, der kriegt ja kein Battle Damage, kein Chipping, kein Edge Highlighting. Ansonsten muss ich dafür ja mehr Geld nehmen. Und ich traue mich auch gar nicht irgendwie nach viel Geld zu fragen, weil ich hab weder irgendwie was vorzuweisen, so von wegen, überspitzt gesagt, Golden Demon oder Best Painted Award oder ich habe eine eigene Website. Ich sag ja immer, und das tue ich auch immer noch, ich bin immer nur so ein Maler wie ihr. Ne? Also, das Einzige, was ich eventuell dem einen oder anderen hier voraus habe, ist, dass ich mehr Zeit reingesteckt habe. Aber zu sagen, ich bin von Grund auf ein viel, viel besserer Maler, ist halt Käse, ne? So, und dann, ja, was nehme ich dann halt da? Und wenn Leute so richtige Kalkulationen mal sehen, dann sagen die nein, ne? So, und bevor ich dann lieber gar nichts habe oder gar keinen Auftrag habe, das klingt jetzt auch so, als würde ich schon damit irgendwie Brötchen verdienen, ist es nicht. Aber es ist schon relativ viel Zeit, die halt drauf geht, ne? Ja, dann sagt man lieber halt nochmal, ja, okay, passt so. Ihr könnt ja mal sagen, also das hier ist ja eine Vanguard-Box, ne? Das hier ist eine Vanguard-Box von den Fireslayer. Ihr könnt ja mal tippen, was das kostet oder was diese kostet bei mir. Zu bemalen. Nicht, was die Box kostet. Nur bemalen. Ach, dein Bart. Dein Bart. Lim, was kostet jetzt 2000 Punkte Sisters Battle Ready? Das kann man gar nicht so. Oh. Was hab ich denn jetzt gemacht? Voll am Bart vorbeigesprüht. Da könnt ihr Folgendes machen: Dann nehmt ihr euch irgendeinen Pinsel, nehmt schnell klares Wasser und wirklich drüber tunken, einfach das Wasser. Und dann zack, schnell wegsprühen. Einfach nur das Wasser wegsprühen. Der Farbe macht das nichts, aber... Einfach nur ganz klares Wasser, Pinsel drüber, zack und weg damit. 2000 Punkte Panzer ist günstiger als 2000 Punkte nur Akkuflagge landen. Ne? Sagen wir mal so. Muss das versteuern oder Kleinunternehmer? Kleinunternehmer. Aber ich stelle keine Rechnung aus. Hat er nicht gesagt. Natürlich stelle ich Rechnung aus. Schmeiß mal für die Box 120 bis 160 in den Raum. So aus dem Missgeschick wieder was gelernt. So aus einem Missgeschick wieder. Achso, ja. Wenn euch das hilft, dann mache ich noch gerne mehr.
Butter macht Spaß. Dann komme ich mal auf dich zurück, wenn ich Nörgel ausstarte. Aber dafür brauche ich den Harbinger. Ohne das Modell werde ich die Armee nicht starten. Und der ist immer ausverkauft. Ich glaube, ich habe einen da. Oder wenn ich meinen zweiten Mawcrusher für die Orks haben will. Ich glaube, einen Mawcrusher habe ich auch noch da. Der steht hier oben rum. Bemalen im Sinne so gut es dir eben möglich ist oder Battle Ready. Also geeinigt bis ich auf Battle Ready. Ich bin zumindest der Meinung, ich hoffe, dass man es im Stream auch merkt, dass das mehr als Battle Ready ist. Oder mehr als Battle Ready wird, muss ich sagen. Battle Ready ist halt so ein loser Begriff, ne? Es ist so. Wie viele Details? Games Workshop sagt, ich soll Augen ausmalen. Mein Panzer hat keine Augen. Oder mein. Ne? Was auch immer. Hat keine Augen. Oder heißt es jetzt, ich muss bei den Dämonen nur zwei Augen statt die 18 auf dem Rücken bemalen oder so? Happy little accident. Und das Charaktermodell. Das ist immer der letzte Hiopai hier. Und ja, beim Charaktermodell gebe ich mir immer ein bisschen mehr Mühe. Einfach nur so ein bisschen, so ein kleines bisschen. Ah, da ist dein Chef, ne, diesen Effekt halt hat. Der hat ja diese Doppelfahne hier. Die airbrushen wir mal aus einem anderen Winkel, damit es noch schöner aussieht. Whip, whip. Und dann machen wir von vorne ein bisschen, guten Tag. Ja, ein bisschen Haargel noch von vorne. Mhm. Ich weiß, hat gerade nichts mit Speedpainting zu tun, ne? Aber wenn ich schon die Chance habe, hier so ein bisschen zack, zack und zap, zap zu machen, dann nehme ich mir halt die 20 Sekunden mehr Zeit und lass den geil aussehen. Ich weiß gar nicht, was ich hier oben noch machen werde, aber ich mach's mal orange. Dann sehe ich es erstmal. Vielleicht bringt mir das Orange später was. Vielleicht auch nicht. Spielt doch keine Rolle, ob ich so wieder Spaß machen muss. Aber die restliche Farbe ist wieder weg. Perfekt. Ist immer ein gutes Zeichen. Immer ein gutes Zeichen. Boys. Sorry. Wie findest du den kommenden Tau-Org-Kodex? Ich glaube, den Tau-Kodex finde ich einfach nicht gut. Ich finde, Games Workshop macht da wieder ein bisschen was Doofes. Aber, ja, ich bin auch nie Tau-Fan gewesen. Noch nie. Noch nie, 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 nie. Ich finde Tau immer, immer doof. Und, ja, alleine, dass du jetzt immer noch nicht von den Dreier-Teams, also ja, schön, dass ihr Dreier-Teams gemacht habt, aber du kannst immer noch nicht aus einer Box alle Waffenoptionen bauen. Das darf nicht sein. Das darf einfach nicht sein. Das ist völliger Mumpitz. Das war noch eine Frage von da oben. Kommen etwa Index-Battletomes bei AOS? Darf ich leider nicht sagen. Nice, ich mache mir gerade eine Inquisition. Inquisitorin, sorry. Hast du Erwartungen für Adepticon? Entweder war mein Hype-Level... Oh, shit. Also ich habe keine Erwartungen an Adepticon. Ich weiß ja, was kommt, aber ich... Adepticon, ich wäre sehr, sehr gern bei der Adepticon gewesen. Die ist echt toll. Wirklich sehr, sehr toll. Genug Farbe geschlüffelt heute. War wieder ein entspannter Abend. Danke, Lim. Yo, das wünsche ich dir doch auch, mein Lieber. Oder wenn ich mal den zweiten Mon... Achso, sorry, da war ich schon... Mal im Sinne von... Also das hatte ich auch schon. Also es ist immer, wie gesagt, immer ein bisschen besser als Battle Ready.
Genau. Nur hat 120 bis 160 gesagt. Happy Accident. Lag ich weiter neben. Achso. Du lagst. Ich komm drauf an. Also. Prozentual lagst du wahnsinnig weit daneben, ja. Gerade bei Fire Slayer, wichtig, sehen alle mal gleich aus. Ja, und da muss man dem Charakter so ein bisschen mehr Peppity-Pep geben. So, jetzt muss ich ganz kurz nur überlegen. Ich habe keinen, wirklich, außer bei ihm vielleicht, keinen Airbrush-Step mehr. Also ich bin tatsächlich, ich überlege aber nochmal, mit Airbrushen fertig. So, jetzt nehme Cleaner, ja, einfach Airbrush Cleaner, es ist nicht der hier drin, sondern PK Pro Airbrush Cleaner drin, der immer noch leer ist, aber die Jan hat mir immer noch keinen neuen geschickt. Und ich fülle den immer nach, weil die Flasche von Vallejo ist ganz geil. So, und jetzt habe ich die Airbrush nur aufgefüllt damit, mit dem Cleaner, ne? Schwabbel, babbel, schwabbel. Jetzt muss ich einen Schluck trinken. In einem Moment puffen. Ich schaue in mein Telefon, ob meine Schwester mir vielleicht was geschrieben hat oder so. Wenn sie schon schreibt. Warum ich den Airbrush Cleaner reinmache? Ist, falls ich sie noch brauche, cool. Ansonsten reinigt sich das jetzt da einfach oder kann einfach nicht, ne, kann nichts passieren. Eigentlich noch einmal spritzen, damit in der Düse von was drin ist. So, meine eigene Crackle Paint hat sich ein bisschen weiter gecrackelt. Nicht schlecht, ne? Also ich sehe, auf jeden Fall ist hier noch feucht. Ich will so gerne draufdrücken! Das mit den Kampfanzügen finde ich auch Banane. Gerade die Variation finde ich klasse. Bei dem Problem waren Stats, die meisten einiges spammt wurde. Mit welchem Modell würdest du anfangen zum Airbrush lernen? Ganz ehrlich, Great Unclean One. Ich habe meinen leider verkauft, aber das ist ein total tolles Modell. Du kannst mit Lila anfangen, bis hin zu Gelb und am Ende des Tages wird er grün. Mega Modell dafür. Weil er halt, er verhält sich wie so ein Ball. Das ist total gut. Du kannst von unten ihn dunkler machen und so hochschießen mit der Airbrush und von oben heller machen. Total geil. Macht richtig Spaß. Ein gleich großes Modell, was wesentlich schlechter dafür wäre, wäre zum Beispiel Mortarion. Das wäre völlig das falsche Modell. Außer man will jetzt an den Flügeln ein bisschen lernen, ne? Aber auch die benötigen eigentlich so viel Pinselarbeit. Ich gucke gerade durch meine Regale durch, deswegen. Wollen wir nur. Ich habe hier noch ein Paket stehen. Wollen wir da mal reingucken? Ich habe keine Ahnung, was drin ist. Sieht ein bisschen ramponiert aus. Haben wir auch hier ein Messer? Gucken wir mal hier in das Paket rein, ne? Natürlich nehmen wir dafür ein Skalpell. Oh, fast wäre es in mein Knie gerollt. Oh, darf ich euch nicht zeigen. Gut, dass ich es auf Stream aufmache. Sieht das immer aus, wenn ich Sachen bekomme. Games Workshop. Confidential.
Also. Gibt's wohl kein Unboxing. Aber vielleicht kann ich euch diese Seite hier zeigen. Das da. Genug gespoilert. Bringt mich noch alle in den Knast. Oh nein, die neuen GW-Sachen sind im Stream. Hupsi. Bestimmt der Ork-Kodex. Was, wenn die Kamera jetzt versehentlich in die Kiste fällt? Ah. Bin ich trotzdem am Arsch. nee, diese Codecs funktioniert ein bisschen anders für Influencer. Man kriegt die schon wesentlich, wesentlich früher, als man glaubt, in digitaler Form. Und eindeutig eine Elder-Rune. Nicht schlecht. Damit man halt den Content aufsaugen kann, ne, ist es so zwischen 6 und 8 Wochen. Und irgendwann, kurz vor knapp, kommt man dann die physische Version, damit man was hat. Ne? Okay, ich habe mir Gedanken gemacht und ja, ich bin fertig mit Airbrushen. Mit den Modellen. So. Wet Palette. Wetty Wet Palette. Vergessen Sie nicht, den Like-Button zu drücken. Go for a painting! Wie ihr seht, benutze ich das hier ziemlich häufig. Weil es auch ziemlich gut ist. Das ist übrigens Öl. Ist total cool, einfach Öl dahin zu schmoddeln und direkt aufzutragen. Das funktioniert und ist echt gut. Zeige ich euch mal wann anders. Meine Kerze ist ausgegangen. Ja, ich habe eine Kornkerze, eine Corn-Scented Kerze. Und die riecht gut. Deswegen machen wir die wieder an. Mmh. Riecht nach Korn. So. Und wir benutzen sogar diesen Teil der Wet Palette. Und zwar ist das die Speed Paint Seite. Darunter ist mein normaler... Oh, da muss ich aufpassen. Mein normaler Kram. Aber wir benutzen diese Seite, um... Ich habe alles vorbereitet. Crimson Karoborg. Crimson. Zu benutzen. Riecht die nach Eisen. Ich glaube, die riecht ein bisschen nach Bären. So. Ob es zu viel ist oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Sucht euch euren Kontrollpinsel der Wahl. Ich habe meinen hier rübergeräumt, glaube ich. Ja. Das ist ein Army Painter Monster Brush. Und der hat ganz gut funktioniert. Nicht, weil ich dafür Werbung machen will. Auch wenn ihr... Kleiner Tipp am Rande. Ich weiß, wir sind im Speedpaint, ich lasse mir gerade Zeit, aber auch wenn ihr jetzt einen Shade auftragt, macht den Pinsel nass, nicht trocken. Warum? Ein nasser Pinsel, das wird euch jeder Maler bestätigen, nimmt besser Farbe auf. Ein trockener Pinsel ist Blödsinn. Beeren oder Beeren? Natürlich Beeren. So. Und jetzt rein hier. Zack. Und auf einmal vermischen sich diese drei die drei Farben des Bartes. Ja? Weil ich es gerade so fokussiert in die Kamera halten will, tue ich mir gerade sehr schwer, das schnell zu machen. Und jetzt geht's von links nach rechts. Der Typ hatte keine Haare, aber der hier bekommt das voll in die Haare. So, jetzt halte ich das Modell auf den Kopf. Ich kann voll viel reinknallen, drehe es dann auf diese Seite, knall wieder viel rein und streiche zu den Spitzen nach oben weg. Um die überflüssigen, ne, das Overload oder... Ach, die Amis und so benutzen immer so coole Begriffe. Das Pooling, ne? Also, das Verschwimmbaden zu negieren, ne? Also wir wollen nicht, dass das hier verschwimmbadet. No Pooling.
So, oh, ja, das war klug. An den Haaren festgehalten, statt an der Waffe. Von rechts nach links. Machen wir das ein Ticken schneller. Alles einschmieren. So, und wenn ihr jetzt, ups, wenn ihr jetzt über 20 Modelle damit macht. Und selbst wenn ihr ein Pooling habt, das ist nicht so schlimm. Wenn ihr über 20 Modelle davon habt, glaubt mir, wenn ihr dann bei Nummer 20 angekommen seid, ist es fast schon wieder bemalbar bei Modell Nummer 1. Das ist nichts anderes wie Batchwork. Und glaubt mir, ich habe nichts hier im Stream wirklich gezeigt, was es leichter macht, schneller macht. Vielleicht ein bisschen über Organisation gesprochen. Und das war's. Aber am Ende des Tages ist es nur Fleißarbeit. Und das war ja auch damals so der Hauptgrund, warum ich diesen Stream gemacht habe. Ich habe gesagt, innerer Schweinehund, Modelle müssen bemalt werden. Ein Freund von mir, der Marius, der war immer viel, viel weiter als ich früher, was Bemalen angeht. Der echt immer, kam immer mit gut bemalten Armeen. Ja, und da habe ich mir gedacht, boah, wieso bist du denn mit deinen Armeen so weit? Und da hatte immer alles an Chaos. Alles. Dämonen, alle Chaos Marie, egal, Thousand Suns, Death Guard, spielt keine Rolle. Und da habe ich mir gesagt, wie machst du das? Hast du da irgendein spezielles System oder so? Und sagte, nee. Wenn ich da mal so auf dem Sofa sitze oder nach der Arbeit oder wann auch immer, dann geht er so an den Schrank und sagt so, ja, worauf habe ich jetzt Bock? Ich habe Bock auf Rot. Und schnappt sich einfach Figuren, die Rot brauchen, nimmt sich 2, 3 Rot mit und bemalt diesen Modellen Rot. So. Und irgendwann über die Zeit sind die Modelle halt fertig. Hier machen wir es jetzt halt in einem Schwung. Und selbst wenn wir jetzt aufhören müssten, aber ich, wie gesagt, ich glaube, die kriege ich bis heute Nacht fertig. Und wir wollen ja auch ein bisschen Cash reinkommen sehen. Zahlungen gibt es immer erst, nachdem Modelle wieder zurückgekommen sind und derjenige auch zufrieden ist. Ist natürlich ein Risiko mit dabei, aber das ist es mir auf jeden Fall wert, weil wenn jemand nicht zufrieden ist, dann soll er das auch bitte nicht bezahlen. Ja, das könnte man ausnutzen, bla bla bla, ja. Vielleicht gibt derjenige mir dann nochmal die Chance, es nachzubessern, habe ich auch überhaupt kein Problem mit. Genau. Viele machen von den Agenturen oder wie wir auch immer sie jetzt nennen wollen, also die guten Bemal-Services, nenne ich es jetzt, ja, so heißen sie. Die machen, glaube ich, Teilvorauszahlung oder sowas. Was wahrscheinlich auch sehr, sehr gerechtfertigt ist. Absolut. So, also der Noir war auf jeden Fall mit seinen 100 zwischen 120 und 140, ja. Dafür bekommst du, also das obere Ende davon, 2 Vanguard-Boxen von mir. Und das ist der Punkt, wo viele zu mir gesagt haben, Digga, du bist viel zu günstig. Da habe ich gesagt, ja, aber dann ist es halt so. Ehrlich gesagt fange ich damit ja auch gerade erst an, ne? Das muss man ja auch noch dazu sagen. Und ich mache Win-Win. Ich mache es on-stream, haha. Ist ja nicht so, als hätte ich noch eigene Modelle zu bemalen, ne? Selbst meine geliebten Lieblings-Super-Mega-Super-Fraktion-Sisters sind nicht vollständig bemalt. Die einzige fast, also selbst das macht schon wieder keinen Sinn, die einzige fast, ne? Die einzige vollständig bemalte Armee, bis auf die neuesten Neuzugänge, hier habe ich auch jetzt Schluder, das ist aber nicht schlimm, nur ein Auge, sind tatsächlich meine Wotan. Oh, ich finde, am Anfang dachte ich, das Orange war das falsche Orange. Jetzt bin ich froh, dass ich es doch genommen habe. Das war das richtige Orange.
hier eine Gruppe aufgelöst. Irgendwie habe ich gerade zwei Gruppen vermischt. Aber es liegt gerade an der Webpelle, dass ich gerade ein bisschen anders male. Komisch, warte mal. 5, 5, irgendwas. Ah, guck mal, du hast hier rüber. 3, 5, ja. Ach, ich habe gelogen. Die Airbrush-Arbeit ist nicht fertig. Das Feuer am Ende dieser 5 Typen wird geairbrushed. Die haben ja diese Ketten mit der Flamme am Ende. Und diese Flamme airbrush ich auch. Aber das ist auch nur... das ist nichts Wildes. Das dauert auch nicht lange. Ich gucke euch auch wieder auf den Chat, sobald diese Gruppe durch ist. So. Einer der Farben, die, glaube ich, total underrated ist, um mal beim Denglisch zu bleiben, ist Schwarz. Man kann mit Schwarz unglaublich viele Effekte erzeugen. Richtig eingesetzt ist Schwarz sehr, sehr wichtig auf einem Modell. Als Beispiel mache ich alle Waffen oder fast alle Waffen immer schwarz. Ich habe da halt ein besonderes Schwarz, aber es ist dennoch schwarz. Und das gibt dem Modell, das Modell braucht auch so Ruhepunkte. Also was soll ich da jetzt für einen fancy Griff draus machen? Ich könnte dann wieder Silber nehmen oder wieder Gold nehmen, aber da kommt noch genug Gold dran. Also daran liegt's nicht. So, sieht man sich auf dem Firebug? Querox, leider nein, leider keine Kohlen für. Und daher, leider nein, leider gar nicht. So, erste Reserve im Kaufgrund, das sind Facility Manager. Rasputin, ich hoffe, dir geht's gut. Der Gin steht in der Küche. Ungeöffnet, natürlich. Aber glaub mir, ich war schon... Gestern Abend war ich tempted. Holy shit, war ich gestern Abend. Gestern Abend hätte ich's, sagen wir mal, gebraucht. Hab ich die Gruppe schon? Oh Mann. Zweierstiergruppe habe ich nicht. Wie schlecht von mir. Erkläre ich hier 2 Stunden lang über ein cooles System, wie man geordnet malen kann und zack, fuck up. So. Da trocknet schon relativ fix. Ja, sieht alles sehr solide aus. So, kommen wir zur vorletzten Gruppe mit dem Chef. Chef immer als letztes. Wisst ihr ja. Ich meine, hier beim Waschen kann man sich jetzt nicht wirklich mehr Mühe geben oder so. Als sonst. Ich wollte eigentlich nach der Gruppe schon in den Chat gucken. Habe ich ignoriert, ja. Es gibt aber Modelle, um das noch leichter zu machen. Diese Flame-Typen, da würde ich das nächste Mal einfach nur dieses Stück hier ablassen, weil das ist ein einzelnes, dieses Stück hier ablassen, das ist ein einzelnes Bit. Und dann kann man dieses einzelne Bit selber bemalen und dann hat man ein bisschen mehr Spielraum. Ist aber kein Muss. Hier drüben sind wir. Genau, also was kostet diese Vanguard Box jetzt? Ich glaube zwischen 75, 95, irgendwie sowas, Euro. Taschengeld, die Figure pro Preise, keine Ahnung. Sagen wir 80 Euro. Der Preis für diese Box, die ich genommen habe, war 80 Euro zum Bemalen. Nehmen wir mal an. Nur angenommen, ich würde die Box in... Sagen wir mal 8 Stunden machen wir das. Ein Stundenlohn von 10 Euro. Neben seiner Haupttätigkeit muss man das dann irgendwie noch hinkriegen. Und Materialien müssten irgendwie umsonst sein.
Also, du reich wird man nett hiermit. Und die Aufträge müssen konstant reinflattern. So, wo ist der Charakter? Der Charakterboy. Hier wollen wir das Schwimmbaden, das sogenannte Pooling, verhindern. So, und ich glaube, mit dem Reinschütten von dem Wash hier habe ich es ein bisschen übertrieben. Gebe ich zu. Wird auch was zurück schütten. Ich weiß gar nicht, wie der Typ heißt. Ist das ein Flameseeker? Heißt der so? Ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Socke. In die Innenseite von seinem Doppel-Mohawk müssen wir noch. Und dieser Wash hilft unglaublich, wenn man irgendwo Haare vergessen hat. So. Grüße von den Games aus Berlin. Nice! Grüße zurück. Hatte bei meinem Auftragsmaler immer einen halben Preis Vorzahlung. Und ja, du bist zu günstig. Danke. Oh ja, viel zu günstig. Ja, vielen Dank! Wolltest du die Wotan nicht mal verkaufen? Ja, das war in einer echt schlimmen Phase meiner selbst. Ich habe sehr viel verkauft. Ich wollte mit dem Hobby aufgeben. Hab's aber nicht getan. So. Das war die 10 Sekunden Story meiner Wotan. Ich sag dir Bescheid, wenn ich entweder meine St. Catherine Teil gebaut habe oder mit Nurgle anfangen werde. Da kannst du wirklich mehr verlangen. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Boah. Überleg gerade, ob ich noch größeren Pinsel habe, aber ich glaube, so lange dauert es jetzt nicht mehr, das ganze Crimsons-Zeug wieder zurückzuschütten. Und ich will die ganze Web-Palette, das geht eh schief. Das weiß ich jetzt schon. Deswegen nehme ich mir lieber ein Menütchen in der Zeit. Und chatte ein bisschen mehr. Naja, Brutto ist ja theoretisch noch Steuer ab. Das stimmt. Da hast du recht. Du sorgst fürs Tonic Water in Lyon und alle sind happy. Aber auf jeden Fall. Aber ich hoffe, dir meiner Familie. Yes, denen geht's gut, ja. Wir probieren gerade der Lizzie. Lizzie heißt meine Tochter. Das Schlafen ohne Pampi beizubringen. Hat jetzt einmal geklappt, aber ja, jetzt ein paar Mal ausgelaufen. Machen wir halt später. Hey, vielen, vielen Dank, Evil Dr. Gore, für den Subscription. Sehr, sehr geil. Hilft uns ungemein. Vielen, vielen Dank. So. Soll hier kein Heiliger sein? Dann nehmen wir nochmal hier das und jetzt kommt nämlich der nächste Wash. Und zwar die Haut. Aber dann in Leoben ist ja neuer Monat und so. Mr. Querox. Ja, in Leoben sehen wir uns, weil ich organisiere ja Leoben. Mit zwei anderen. Wo ist... Da. Akrax Earthshade. Ich hatte meine Haut immer mit Seraphim Sepia, Gulliman Flash, all diese anderen Sachen gemacht. Das gute alte Akrax ist das, womit ich zufrieden bin. Aber ich verdünne das Akrax. Und wie ich es rausgefunden habe, normalerweise hätte ich es nicht gemacht, verdünne ich es mit Wasser. Ich könnte es mit Speed Paint mischen. Könnte ich. Ich weiß nicht wieso, aber dieses Wasser gibt einem wirklich so dieses, es rennt. Ja,
glaube ich, nicht reichen für alle 20, aber egal. So, wir gehen überall drüber. Außer über Bart und Waffe. Bart und... Ihr wisst schon. Das ist natürlich bei der Menge, habe ich es jetzt noch gar nicht ausprobiert, aber es könnte sein, dass das zu wenig ist. Und selbst wenn es zu wenig ist, was machen wir dann? Zweite Schicht. Ja. Herr Lim, halten Sie das Modell doch einfach an der Base fest. So, mit diesem Wasser sorgt man auch so ein bisschen dafür, dass es noch durchlässiger ist. Und so mit diesen kleinen Fehlerchen, die wir überall haben, von dem Orange bis hin zum Rot und hast nicht gesehen oder nicht abgedeckte Stelle wie noch Primer und so, kommt dann alles so ein bisschen zusammen und sieht alles irgendwie gewollt aus. So da, dann Bluterguss da und so weiter. Also es ist nicht so langweilig. Ja? Und deswegen mache ich die Haut immer nach den Haaren. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob es andersrum auch gehen würde. Ich bin ehrlich zu euch, ne? Wenn jetzt noch ein bisschen Metall an den Start kommt, ist das Battle Ready für mich auf dem Turnier. Aber man muss unfairerweise sagen, ja, es gibt einen Guide von Games Workshop, der deckt leider nicht alles ab. Womit wollte ich jetzt hin? Ah ja, genau. Battle Ready ist immer noch subjektiv. Ja? Der eine sagt, boah, nee, ich finde das total gut. Ach so, falls sich jemand wundert, warum ich die Gesichter auslasse, die mache ich zum Schluss, weil ich mit dem fetten Pinsel nicht da rein will und dann den Pool an Flüssigkeit wieder rausziehen will. Das würde mich unglaublich langsam machen. Und jetzt einen kleineren Pinsel zu nehmen, nur damit ich die Augen machen kann, würde mich halt beim Rest des Körpers unglaublich langsam machen. Deswegen wieder diesen super Monster Brush. Für alles andere fand ich den Monster Brush echt schlecht. Sie hätten ihn Shape Brush nennen sollen, weil er nimmt unglaublich viel und gut Flüssigkeit auf, hält sich relativ zusammen, ne, was die Spitze angeht. Aber normale Farben benutzen damit, nö, würde ich nicht machen. So, und ich habe gemerkt, dieses Wasser ja, ist nicht so aggressiv beim Shaden. Vielleicht bilde ich es mir auch alles ein und der Lim erzählt euch jeden Dienstag eine halbe Stunde Quatsch oder drei Stunden Quatsch. Aber das sind halt so Sachen, die habe ich einfach irgendwann gemacht. Vielleicht habe ich sie irgendwann mal aufgeschnappt oder wie auch immer mal abgerufen und dann einfach gemacht. Ich bin mit dem Seraphim Sepia nämlich nicht zufrieden. Und dann, ach, was war das andere nochmal? Ich glaube Flash, Rayclan Flash Shade. Ist das auch noch eine gute Möglichkeit? Geile Glatzen-Typ. Ja, da machen wir die Augen natürlich mit. Der Glatzenmann, der Facility Manager. Jetzt 10 Modelle durch. Könnte knapp werden mit dem Wash. So, manche möchten vielleicht einfach nur die Liste Battle Ready haben, um sie dann zu spielen, sind aber trotzdem begeisterte Maler und möchten eigentlich keinen. Wollte gerade mal gucken, wenn der Pinsel leer ist, ob dann das Gesicht und so. Nee, fangen wir gar nicht erst mit an, Experimente. Und sagen dann, ja, aber ich will meine Figur nicht einfach durchballern und dann sieht die hässlich aus oder so. Bin leider wieder auf End of Times. Ich wünsche dir was. Vielen, vielen Dank, dass du am Start warst. Ich habe mir 5 Kollegen mit Glatze gemacht, damit ich 5 Truppanführer habe. Die dann sagen, ja, ich will nicht durchballern. Die sehen dann hässlich aus und dann packe ich sie nie wieder an.
Das Coole ist, dass nach diesen Steps andere Steps direkt applied werden können. Wie zum Beispiel Öl. Über die ganze Haut würde ich nämlich nach dem Battle Ready, wenn sie dann weitergeht, würde ich dann Öl drüber knallen. Ja, das wird knapp. Der E-Tommy, der hatte am Anfang den Witz gerissen mit der Diversity, ja. Aber für manche ist es ja ein bisschen interessanter, irgendwie unterschiedliche Zwerge zu haben. Einfach einen zweiten Pot voll machen mit einem anderen Wash, einen rötlicheren oder ähnliches. Und dann nur jeden zweiten Zwerg aus der Fünfergruppe nehmen. Und dann zwischen den beiden Washes wechseln. Und natürlich kann man sich da noch mehr einfallen lassen. Das gleiche hätte man schon beim Airbrushen machen können. Die eine Hälfte so, die andere Hälfte so. Und glaub mir, viel mehr Zeit nimmt es nicht in Anspruch. Und schon sehen die Modelle halt nicht alle gleich aus. Ich will jetzt nicht sagen, dass meine hier alle gleich aussehen, weil die sind auch schon unterschiedlich geshadet und Co. Aber alle haben die gleichen roten Haare. Also was willst du machen, wenn du Redhead? Einmal Redhead, immer Redhead. So. Wer hat denn hier den neuesten Klatsch und Tratsch des Warhammers am Start? Was macht WTC Germany? Gibt's da was Neues? Ich glaube, 4 Spiele sind schon benannt. Was steht da sonst im Raum? Ich glaube, Fritz Peters ist jetzt raus. Wegen Familie oder so. Das finde ich sehr schade. Ich mag einen Fritzi. Ist zwar immer neben der Spur, aber ich mag einen Fritzi. Stellst du an die Platte und sagst 20-0, macht er 20-0. Also, das ist so die Sage von früher. Hat er natürlich nicht immer gemeint, aber es er ist halt so ein Mensch, der braucht nicht viele Meetings und dies und das. Sag ihm, was er machen soll. Das ist so ein. Und brauchst ja auch so Leute. Du brauchst so ein. Mach das! Alles klar. Wenn jeder sich über die beste Taktik einigen will, ja, dann sitzt er halt bis Anno Ultimo da. So, ja, wir sollten das machen. Wir sollten. Nee, geh du mal an die Platte und mach mal deine 20 Punkte. Halt mal dein Maul. Geh mal, wo du wohnst. Hallo. Ey, nicht streiten, Zwerge. Eine neue Gruppe. Ja, ihr gehört nicht zusammen. Setzt euch auseinander. Ansonsten, was gab es noch Neues am Wochenende? Da wurde, glaube ich, ein Cheater-Hops genommen. Soweit ich weiß, hat er auch noch Sisters gespielt. Das fand ich natürlich noch schlimmer. Ne? Mit dem sollte die Armee verbrannt werden. Ups. Ups, das war. Ein Glatzkopf! Das klingt, als wäre das ein Schimpfwort, ne? Glatzkopf! Ja, wir Deutschen haben schon tolle Wörter. Glatzkopf! Du Otto. Das ist mein Lieblingsschimpfwort. Du Otto. Ah, da geht der Wash leider zu Neige. Wir haben noch 11 über. Warte, ich hätte mal 15, 15, 20, 25. Was sind 26 Figuren? Ich denke mir immer, wir sind doch. Hä? Da sind nur 26 Figuren. Und nicht 20. Oha. Jetzt weiß ich, was hier so ein bisschen passiert ist. Okay, da muss ich schnell korrigieren. Ich habe zu viel Wasser genutzt. Und an den Füßen poolt es. Das ist nicht schlimm. Ich muss nur den Pool wegmachen. Mit dem Wasser hat es auch eine verzögerte Trocknungszeit, was immer hilfreich ist. Zumindest dafür. Hier an deinem. Die Schulter vergessen? Ich da nochmal drüber gegangen bin, ne? Ach ne, das Modell habe ich noch gar nicht gemacht. Hä? Stream Speed Painting. Vielleicht doch nicht so das Wahre, hä? So, hier der am Fokus. Zack, weg ist es. Da kann ich jetzt eigentlich auch so diese Gruppen auflösen. Und in einer Riesengruppe arbeiten. Das geht auch. Die alle in Reihe und Glied machen. Ja. Alle haben es an Füßen. Ja, da geht die Fußpest umher. Hä? Einfach
den Arm vergessen zu waschen. Was soll denn das? So. Und ihr? Habt ihr noch was an? Nö, du siehst gut aus. Nee. Ja, ein bisschen Fußpilz hier. Hm, ja, alles klar. Oh, hier haben wir den Schenkel vergessen. Ach, nee, gar nicht. Das ist eh Metall. So. Vor Öl habe ich Respekt. Muss ich mich erst mal rantrauen. Brauchst keinen Respekt. Kann ich dir genau sagen. Ganz genau darum bin ich bei meiner Red Hat geblieben. Mein Lieblingsschimpfwort ist Hayopai. Ja, das sage ich auch oft. Hayopai. Irgend so ein Hayopai. Das ist, glaube ich, zu wenig Wasser. Das könnte schon wieder zu viel sein. Hm. I will test. Da muss ich mir mal wohl eine Rezeptur irgendwie machen. Oder was vormixen. Ich habe mir auch mal mein eigenes Agrax gemixt. Im Glas. Das habe ich sogar on Stream gemacht. Bin sicher. Ja, ich habe eigentlich auch alles da. Die Inks, Spüli, ja, so in der Küche. Medium habe ich da. Spüli braucht man, damit der Spannungseffekt der Farbe weggeht. Keine Ahnung. Jetzt fange ich eine neue Reihe an. Ja, die Armlosen. Ja, yeah, hier wird wenig gewascht bei euch. So 40% weniger Haut, hä? Naja, ihr kriegt trotzdem Wash. Ihr könnt euch ja nicht waschen. Gott, war der schlecht. Keine Arme, keine Kekse, würde ich sagen. Der geht rein wie der Repent hier. Dem mache ich diese Flegel von den Arco-Flagge landen einfach links und rechts dran. Ah ja, da noch keiner gemeckert hat. Eieiei, Mr. Mockox. How are you, my friend? Bist du jetzt Millionär mit der Gitarre, oder? Arbeitest du überhaupt noch? Hast du 5 Euro in der Winterjacke gefunden? Bist du jetzt reich? Gehörst du jetzt zu den Privilegierten und willst mit uns nichts mehr zu tun haben? Mach lieber mal einen Podcast für Tau fertig mit Manu, Mann. Kann ja nicht sein. Kann nicht sein! So lange Zeit gehabt. Ihr seid Schlawenzel, Schluderer seid ihr. Ganz einfach. Mister, ich gewinne alle Turniere. Okay, jetzt wisst ihr es. Es ist Matthias Bellmann! Was sagst du eigentlich zu den Inks aus der Kollektion PK Pro Grimdark Compendium? Kenn ich nicht. Habe ich nicht zugesandt bekommen? I don't know. Ich kenne sie noch gar nicht. Zu der Airbrush wollte ich noch fragen. Du nimmst immer 4 Bar am Kompressor. Ich nehme sogar mehr als 4 Bar am Kompressor. Guck gleich mal runter. Weil er brummt immer mal wieder. Es sind 4, Alter, kann ich kaum lesen. 4,25. So, das hier ist Matthias, den habe ich jetzt bemalt, ne? So, das ist die letzte Gruppe. Fast ins falsche Fach reingetunkelt. Man das Auge machen mit dem großen Pinsel, aber nee, lieber einen kleineren nehmen. Ein einarmiger Bandit.
So. Da könnte ich tatsächlich nochmal entweder nachbessern mit Haut oder, also hier habe ich wirklich rot, da habe ich glaube ich den Bart einfach überhaupt nicht getroffen und losgesprüht. Ich hätte jetzt direkt sauber machen können. Oder ich kann da eine Wunde kreieren mit True Blood Effekt und solches. Alle Minis haben Handfußmund. Yes. Ich habe 10 Lamian Median selbst angerührt. Ja. Ich habe aufgehört zu arbeiten, Lim. Boah, Lim Rommel. wie hat der Soro-Spieler gecheatet? Einfach alles falsch gespielt. Einfach alle Regeln falsch gespielt. Gängig wird ja meist 2 bis 2,2. Deshalb frage ich, muss ich auch mal testen. Machst du den ganzen Abend schon Age of Micha an? Ja, das ist alles Age of Micha. Genau, da Noah, am Anfang des Streams habe ich drüber gesprochen, dass ich genau aus diesem Grund einfach sage, ich gehe halt hier entgegen der Norm und zeige halt, für was meine Applikation da ist und es funktioniert und was die Vorteile davon sind. Natürlich gibt es Nachteile. Aber ja, die gängige ist 2,2, du musst die Farbe runtermischen. Ich kann fast alles durch meine Airbrush ballern. Ich glaube, der Matthias hat das auch ausprobiert hier. Hat Matthias Bellmann bemalt mit der Airbrush. Er wollte unbedingt meine Airbrush testen. Hat er gut gemacht, oder? Warum sagt ihr mir nicht, dass ihr gar nichts sehen könnt? So. Der Limrommel. Oh, was habe ich heute Lustiges gesehen? Also aus Versehen zur Arbeit gefahren. Aus Versehen. Alter, wir wollten doch in den Urlaub. Das sind 700 Kilometer. Wie lange habe ich bitte geschlafen? Ja, aus Gewohnheit, weißt du, bin ich zur Arbeit gefahren. Aber. Alter, du bist jetzt 700 Kilometer falsch gefahren. Ja, hast recht. Aber ich weiß, wo es lang geht. Ich fahre wieder zurück. Ja, okay, gut, dann gehe ich schlafen. So, wir sind jetzt da. Alter, wo sind wir? Bei meiner Arbeit. das ist wahrscheinlich für euch gar nicht so lustig, aber weil ich mich gerade daran erinnere, ist es schon ziemlich lustig. Also halt die Schnauzen, alle. So, das ist das Charaktermodell. Da geben wir uns einfach nur ein bisschen mehr Mühe. Und da werden wir wahrscheinlich einen Hautton nochmal uns auf die Wet Palette legen, um so ein bisschen die Ärmchen und so vielleicht das Gesicht einfach noch ein paar Striche hinzuzufügen, um halt zu zeigen, hey, das ist ein Charaktermodell, das kannst du töten mit Precision. Ach nee, das ist 40k. Mit, schieß einfach drauf. Oder charge es einfach. So. Ich guck den anderen mal auf die Füße, aber die Hand-Fuß-Krankheit ist weg. Scheint weg zu sein. Sieht jetzt nicht so schön auf der Schulter aus. Kann ich verstehen. So. Der hat noch gar nicht seine Füße. Super. So, ganz ehrlich. Basen und das ist Battle Ready. Lust auf Sifters malen? Ich male alles, gerne, immer. Oh, jetzt habe ich hier Öl im Deckel. Aber, wie es leider so ist, es ist schon 10:30. Ich habe überzogen, leider. Überzogen.
Ich setze mich noch ein bisschen mit euch hin. Dreh so ein bisschen ein. Nee, da steht nichts passiert. Ja, alles gut. So. Hat er gut gemacht, Matthias. Siehst du, da wirst du noch gelobt. Airbrush, mach mal aus. So, ich hoffe, es hat euch etwas gebracht. Seht, wie schnell man hier eigentlich eine Batterie beladen kann. Mit so ein paar Steps zu beachten. Ich müsste jetzt auch nicht mal warten aufs Trocknen, sondern ich würde mir halt jetzt die Waffen vornehmen. Während alle anderen Washes halt trocknen. Und würde da mit einer Airbrush-Farbe, aber per Pinsel, und die habe ich schon sehr oft erwähnt, aber das sind diese Vallejo Metal Air Colors, ja, wie hier. Die decken unglaublich gut, da gibt es jetzt verschiedene von. Momentan bin ich großer Fan von Burnt Iron. Ne? Kannst du bitte mal so einen Stumpen in die Kamera halten? Soll ich, einen Fuß, also ein Stumpen ist für mich so ein Fuß. Du meinst wahrscheinlich so einen Typen, ne? Hier. Nee, nein, Spaß. Ein von deinen Beinen. So. Ich weiß gar nicht, ob man das gut erkennen kann, ob die Kamera das gerade fokussiert oder nicht. Der Helm glänzt so und ich bin so 1,5 Meter weit weg. Ja, ist die Haut. Der Bart, der Barteffekt. Als nächstes müssen die Waffen und das Gold und die Hosen. Ich kann auch zeigen, wie die Hosen werden. Hier ist ein Fertiger direkt daneben. Gleiches Prinzip, by the way. Das glaubt man nicht, ne? Aber genauso schnell durchgeballert. Mit den fast den gleichen Farben. Der wird jetzt ein bisschen hellere Haut haben, weil hier habe ich noch. Was weiß ich, wie der Wash heißt. Seraphim Sepia, glaube ich. Oder Recklin Flashshade genommen. Leicht unterschiedlich. Aber prinzipiell gleiche Herangehensweise. Denn was ihr noch nicht wisst, sieht aus wie ein Cherub mit Hexen. Das ist echt so. Ja, was ihr noch nicht wisst, der Bart wird dann, wenn der Wash trocken ist, das wäre jetzt auch der Fall, gedrybrushed werden mit Orange. Das hier ist... Ich verspreche es euch, das hier ist exakt gleich die Haare gemacht. Exakt gleich. Nur hier ist der orangene Drybrush drüber. Und da habe ich eine sehr, sehr gute Orange jetzt gefunden. Das ist Molten Lava. Von den neuen Acrylics, von den neuen Fanatic Farben. Und welche auch sehr, sehr gut ist, aber die hat echt krass geballert, ist die Lava Orange. Die ist auch sehr, sehr cool. Die habe ich bei den Reitviechern genommen. Geh da rein. Noch ein Tipp. Schmeißt diese schwarzen Kartons nicht weg. Gar keinen Fall. Da mache ich immer die Projekte, an denen ich gerade arbeite. Ich kann jetzt einfach diese ganzen Typen hier nehmen und hier reinmachen. Und bin safe und kann sie einfach verräumen. Ja. Und ich habe bestimmt 20, 30, ja, vielleicht nicht ganz so viele, aber so 15 bis 20 Boxen habe ich da oben im Schrank und habe da alle meine Vanguards drin. Die sind super, um sich auch seine Armee kurz zusammenzubauen, aus dem Regal zu nehmen, so kleines Mini-Tablett, nichts für ein Turnier oder so. Aber hier, um im Zimmer Figuren rumzuräumen und hast du nicht gesehen, ist das schon ziemlich cool. So. Ja, ich glaube, Battle Report für Samstag, das wird leider nichts, weil die Tauboxen so unglaublich spät angekommen sind. Also wir wollten ja die neuen Krot-Modelle und so zeigen. Jetzt sind sie auch da. Aber ich habe morgen keine Zeit, weil morgen werde ich Frosthaven spielen. Das ist mein Mittwoch, das ist einfach so.
Oder eben ein anderes Boardgame. Oder 40k vielleicht mal wieder. Mein letztes 40k-Spiel hatte ich. HAO. Letztes Jahr. Das ist jetzt 3, 4, 5, 6 Monate her. Welchen Charge spielst du bei Frosthaven? Ich weiß nicht, ob ich spoilern kann, weil, ne, es ist halt kein Anfangs-Char. Aber mein Anfangs-Char war die Lady, die die Schattenblips verteilt und sich teleportiert oder aus diesem Schatten heraus angreift. Das war mein erster Charakter. Mein zweiter Charakter, das ist zwar ein Spoiler, also jeder jetzt weghören, den man in Mission 4 bekommt, die Snowdancerin. Und nach der Snowdancerin habe ich jetzt einen neuen bekommen. Und weiter spoilere ich jetzt nicht, ne? Damit Leute jetzt hier nicht einen auf Mute machen müssen. Genau, aber Snowdancerin, die bekommt man halt, also nach Introduction quasi, bekommt man entweder den Snowdancer oder den Frostfist. Und ich habe die Snowdancerin gespielt. Das war nicht wirklich gut aus folgendem Grund. Wir sind eine Zweiergruppe. Und in der Zweiergruppe, sie ist tatsächlich mehr eine Supporterin. Also sie auf Damage zu spielen, ist eigentlich Kokolores. Auch ein tolles Wort, by the way. So, Freunde der Sonne, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Es hat mir wieder, wie immer, Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich werde die auf jeden Fall jetzt noch weiter durchknallen. Und aus rechtlichen Gründen kann ich leider nicht so lange streamen, wie ich gerne möchte. Aber ich wünsche euch noch einen ganz, ganz angenehmen Restabend und Nachtruhe und solche Geschichten. Noch irgendwas zu announcen. Nächste Woche Dienstag, wie gesagt, zwei Gäste am Start, die über das German Super Major reden werden. Oh, ich bin gar nicht leicht abzulenken, ne? Mehr habe ich nicht. Von daher wünsche ich euch noch viel Spaß und schicke euch nochmal zum Adrian in den Rap rein. Schatten sind schnell, Sinus überall, Auswechsel scannen, das Feld, es hält mich nichts auf, die Mission zu erfüllen. Befehl ist Befehl und der Lohn ist Gewinn. Für den Imperator, für die Watch und für den Norden, springe ich aus der Landungskapsel wie ein Wilder Richtung Norden. Ein Jeans-Dealer brüllt und greift mich an, doch mein Bolter hustet kurz und er teilt sich dann. Verdammt, dieser Feind ist brutal in der Überzahl, doch die Kehlen dieser Füchse erweitert bald mein grüner Stahl. Hinter der Ruine ragt er empor, der Brutlord, er kreischt und zischt, wagt sich nach vorn. Box meinem Squad, sofort den Support aus dem Schatten kommen Hellfire Rounds auf mein Board. Diese Ausgeburt der Hölle ist wie nichts, das ich kenne. Ich lade den Bolter durch, klick, klick, bang. Step aus der Landungskapsel und dann anvisieren. Jeder Bolterschuss ist gut platziert. Unsere Feinde fallen und wir laden nach. Egal was jetzt kommt, die Deathwatch macht das klar. Box, Elder, Tau, Deathwatch. Aus dem Äther. Schaue auf mein Ziel und es ist zum Greifen nah. Komme immer näher und es lauert weiter die Gefahr. Komm, greife ich die Datei, bricht die Decke zusammen. Ein Schatten schnellt hervor und der Bolter muss ran. Meine Augen öffnen sich, jetzt rennt die Ausgeburt der Hölle auf mich zu. Und im Nu trifft mich eine Psi-Welle. Schmettert mich zu Boden und ich öffne meinen Geist. Sinus-Energie, die mich innerlich zerreißt. Beschwöre den Warp, ein Malstrom, mal schon. Seine Bahnen in die Luft, doch das Monster ahnt schon. Denn die Augen des Marines verändern ihren Farbton. Und das Monster explodiert in 1000 Funken Starkstrom. Fox an den Stormhawk, Augen bewegen das Lied. Come on, beam me up, Scotty, Mission complete. Step aus der Landungskapsel und dann anvisieren. Jeder Bolterschuss ist gut platziert. Unsere Feinde fallen und wir laden nach. Egal.